Alles neu oder weiter wie bisher? Wohin geht die Reise im Tourismus in diesem Sommer und natürlich in den kommenden Jahren? Welche Regionen und touristischen Konzepte werden vielleicht durch die Pandemie sogar noch profitieren? Diese Fragen und noch viele weitere wollen und werden wir heute beantworten. Herzlich willkommen beim HPR Reisegipfel hier im Hotel Spa Klosterbräu in Seefeld, Österreich. Schön, dass Sie mit dabei sind. Wir wollen heute mit Ihnen gemeinsam einen Talk führen zum Thema Transformation im Tourismus, Thesenkonzepte und Antworten auf nie dagewesene Herausforderungen. Und dazu zählen natürlich auch Bekannte wie zum Beispiel Klimawandel, Trends wie nachhaltiges Reisen oder Mindful Travel und die veränderten Reisegewohnheiten. Lassen Sie uns darüber diskutieren und diese Einladung geht vor allem an die von uns eingeladenen Journalisten via Zoom. Sie können Ihre Fragen bei uns hier live loswerden. Dafür müssen Sie einfach nur die Frage in den Chat schreiben. Und dann werden wir sie in dieser großen Runde hier live diskutieren mit unseren Gästen, die wir jetzt begrüßen wollen. Herzlich willkommen als erstes Susanne Stellberg, die Marketingmanagerin von Tourism Tasmania, sagt, Tasmanien lädt zum Runterkommen und Durchatmen ein und bietet mit viel Natur, der saubersten Luft der Welt und jeder Menge Freiraum die Antwort auf viele neue Bedürfnisse. Herzlich willkommen. Hallo. Ganz herzlich willkommen auch Dr. Sebastian Redeker, der CEO von Luxemburg for Tourism, ist überzeugt, dass Luxemburg als kultureller Exot im Herzen Europas mit außergewöhnlichen Outdoor-Erlebnissen und einem hohen Qualitätsanspruch von neuen Reisetrends und dem geänderten Anspruchsverhalten der Urlauber profitieren wird. Freuen wir uns drauf. Schönen guten Tag. Dann begrüßen wir den CEO der Weiße Arena Group in Laax, Markus Wolf. Laax setzt seit einigen Jahren kompromisslos auf zwei Karten, ökologische Nachhaltigkeit und Digitalisierung. Markus Wolf ist überzeugt, dass die Pandemie die Nachfrage nach diesen beiden touristischen Ideologien weiter verstärkt. Hallo. Hallo. Hallo auch Patrick Schreib, der Tourismusdirektor in Baiersbronn im Schwarzwald. Er sagt, die bestehende Angebotsstruktur von Baiersbronn und der umliegende Nationalpark passen perfekt zu den Bedürfnissen vieler Reisender. Natur pur und Qualität auf Top-Niveau. Die Pandemie wirkt dabei wie ein Katalysator, der die Argumente von Baiersbronn weiter verstärkt. Grüß Gott. Dann begrüße ich den Hausherrn heute Abend hier, Alois Seierling, der Geschäftsführer des Hotels hier in Klosterbräu und in Personalunion, Obmann der Olympiaregion Seefeld. Er ist überzeugt, dass die Olympiaregion hier für den Alpentourismus der Zukunft steht und meint damit Aktivurlaub mit Raum und Platz in der Natur, familiäre Strukturen mit einem hohen Qualitätsanspruch am Tor zum größten Naturpark Österreichs und dazu noch eine tourismusstrategische Toplage nahe der deutschen Grenze. Er muss es wissen. Servus, willkommen. Außerdem herzlich willkommen Karin Seiler, CEO von Innsbruck Tourismus. Entgegen dem internationalen Trend zu Spontan- und Kurztrips befasst sich die Region Innsbruck mit der Frage, wie nachhaltig Städtetourismus sein kann und setzt in ihrer Produkt- und Marketingstrategie konsequent auf die Verlängerung der Aufenthaltsdauer der Wirtschaft und der Umwelt zuliebe. Schönen Nachmittag. Spannend heute Abend auch, dass wir Andreas Steibel beim HPR Reisegipfel begrüßen dürfen. Der Direktor des Tourismusboards Paznau und Ischgl sagt, dass Ischgl seine erfolgreiche Positionierung als führende erlebnisorientierte Marke im Alpenraum auch in Zukunft vorantreiben wird und hat sich zum Ziel gesetzt, Ischgl zu einer der sichersten Destinationen der Alpen zu machen. Hallo. Wir sind gespannt, wie Ischgl das schafft und einordnen wird uns das Ganze ein Experte, den wir auch eingeladen haben, der die Thesen unserer Gäste auch kommentieren wird. Begrüße den renommierten Tourismusforscher und Präsidenten der Deutschen Gesellschaft für Tourismuswissenschaft, Professor Dr. Jürgen Schmude von der LMU München. Und wenn er schon Experte ist, kriegt er auch gleich die erste Frage von uns, nämlich die deutsche Bundesregierung hat ja eine Notbremse angestrebt. Denken Sie, dass das dann vielleicht sogar die Vollbremsung für den deutschen Tourismus sein könnte? Ja, wir haben eigentlich schon die Vollbremsung für den deutschen Tourismus. Das verlängert jetzt den Bremsweg. Wir werden also in den nächsten Wochen und vielleicht auch Monaten noch nicht wieder
die neudeutsch ausgedrückt den Recovery erleben, sondern wir werden eben im Lockdown zunächst nochmal verbleiben. Und das bedeutet für die deutsche Tourismuswirtschaft natürlich, dass der Tourismus nicht so schnell zurückkommt, wie viele gehofft haben. Ich bin aber durchaus optimistisch, dass das dann im Sommer der Fall sein wird. Und in diese Zukunft wollen wir heute auch hauptsächlich blicken, gar nicht so sehr zurück, was alles passiert ist, sondern das, was wir bewegen wollen. Was sind die einzelnen Ideen und Konzepte, die dahinter stecken? Und zu Beginn, wir haben das Ganze in drei verschiedene Themenblöcke gespannt und wir wollen am Anfang gleich mal die weiteste Reise des heutigen Tages machen, nämlich über Singapur, über Melbourne, dann bis nach Tasmanien. Ja. Habe ich die Reiseroute jetzt richtig gewählt? Ja, ist eine Variante. Tasmanien, mir ehrlich gesagt, hat es noch gar nicht so viel gesagt. Wir haben eine Zahl mit auf den Weg bekommen. 68.401 Quadratkilometer ist es groß und ist damit der kleinste Bundesstaat von Australien. Also welche Gründe würden denn dafür sprechen, wenn wir denn dann wieder dürfen, dass diese Insel in Down Under mein erstes Reiseziel wird? Ja, also zuerst muss man ja sagen, die Fernreise hat halt sehr schwere Zeiten gehabt und wird es auch noch ein bisschen länger schwere Zeiten haben. Und wir gehen aber davon aus, dass durch diese Restriktion der Wunsch von den Reisenden, endlich auszubrechen, ganz weit weg zu fliegen und einfach mal Zeit zu haben, in eine Destination irgendwo ganz anders einzutauchen, sehr, sehr verstärkt wird. Und da passt Tasmanien eben wie die Faust aufs Auge. Schon mit dem ganz weit wegfliegen. Tasmanien ist der südlichste Zipfel Australiens. Also wie lange bin ich denn da unterwegs, wenn ich diese Frage stellen darf? Es ist nicht gerade um die Ecke. Man kann nach Australien in 16 Stunden fliegen, aber bis Tasmanien ist man doch schon mit so 25 Stunden dabei, das aber mit Aufenthalt. Und es ist schon eine weite Strecke, aber dafür ist man auch wirklich in einer ganz anderen Welt, wenn man dort ankommt. Ihr habt die sauberste Luft der Welt. Nach welchen Kriterien wird das denn gemessen? Das wird von der UN gemessen in Cape Grim. Das ist ganz im Norden von Tasmanien. Und das ist jetzt auch keine Behauptung von Tourism Tasmania. Das wird wirklich ganz wissenschaftlich jedes Jahr gemessen. Und es kommt immer wieder da raus, dass Tasmanien die sauberste Luft hat. Ich meine, südlich von Tasmanien ist nur die Antarktis. Da kommt halt auch nichts mehr. Und der Schotte wird jetzt sofort in seinem Sessel zusammenbrechen. Der beste Whisky der Welt kommt aus Tasmanien? Ja, es gibt eine sehr, sehr innovative Whisky- und auch Gin-Szene. Und die Zutaten in Tasmanien für den Whisky, die sind einfach alle so Bio-Qualität durch diese Luft und durch das saubere Wasser auch. Und da kommen einfach Produkte raus. Das ist auch nicht von uns auf die Werbetrommel geworfen, sondern es wurde wirklich bei der Messe, ich glaube, es war sogar im UK, ausgezeichnet als bester Single Malt, was, glaube ich, Whisky der Welt. Wie, ihr habt ja Kontakt über die Ferne auch, wie geht Tasmanien mit der derzeitigen Lage landesintern um? Es ist ja so, dass Australien, also ganz Australien, sehr, sehr strikte Maßnahmen unternommen hat und die Pandemie ja wirklich sehr gut durchlebt. Ne? In Tasmanien, man kann sagen, wir haben seit fast einem Jahr keinen lokalen Corona-Fall mehr. Es war so das erste Jahr wirklich total abgeschottet, also auch vom Festland. Für Monate konnte man also wirklich von Tasmanien nirgendwo hin. Das ist jetzt natürlich alles wieder offen. Es hat sich alles sehr gelockert. Wir heißen jetzt auch den ersten Flug von Auckland willkommen nächste Woche. Das ist natürlich auch ein großes Zeichen. Es geht voran, aber es ist alles wirklich noch sehr lokal und sehr auf den lokalen Tourismus oder jetzt auch Neuseeland ausgerichtet. Haben Sie ein bisschen Angst, dass die Leute sich jetzt mal, dass die Zeit gar nicht das Entscheidende ist, sondern dass sich die Leute gar nicht mehr trauen, diese Fernreise anzutreten, auch über einen so langen Zeitraum dann in Tasmanien zu bleiben? Wie viel Überzeugung braucht es da Ihrer Meinung nach? Ich glaube gar nicht mehr. Natürlich hat man den Flug. Ne? Der Flug ist lange, es sind andere Bedingungen, es ist einfach 25 Stunden mit der Maske fliegen, aber die Fluggesellschaften haben ja auch wirklich gute Maßnahmen eingeführt.
Ich glaube, was für uns wichtig ist, wenn man nach Australien und besonders nach Tasmanien reist, die Reise wird sicher sein. Ne? Es ist, wir sind gut umgegangen mit der Pandemie. Die Grenzen sind immer noch geschlossen, aber wir gehen davon aus, sie werden auch nur aufmachen, wenn es sicher für die australische Bevölkerung ist und für die ausländischen Touristen. Und man hat dann einfach so eine Sicherheit, dass man da wirklich gut Urlaub machen kann. Können wir gleich mal den Professor fragen. Das Bedürfnis zu reisen, überwiegt das dann oder ist es trotzdem noch die Angst, in ein Flugzeug zu steigen? Das sind ja eigentlich zwei Fragen. Ja, also die Reisesehnsucht, das Reisebedürfnis ist nach wie vor da, das zeigen alle Umfragen. Aber es ist eine gewisse Zurückhaltung und das ist vielleicht nicht die nicht ganz so gute Botschaft für Tasmanien, wenn man den Quellmarkt Deutschland ansieht. Die Deutschen werden erstmal in Deutschland reisen und werden dann ihren Reiseradius allmählich wieder erweitern. Wobei man auch nicht sagen kann, dass es den Touristen gibt. Es wird auch einige geben, die von vornherein gleich, wenn es wieder möglich ist, auch auf die Fernreise gehen, aber nicht mehr in der großen Quantität, wie das vor Corona der Fall gewesen ist. Jetzt haben Sie die undankbare Aufgabe, seit fast einem Jahr die Destination Tasmanien trotzdem attraktiv zu halten in unseren Breitengraden, obwohl Sie nicht wissen, wann es weitergeht. Wie machen Sie das? Also wir versuchen schon, dass wir also einmal mit unseren Reiseveranstaltern, Reisebüros regelmäßige Trainings machen, weil jetzt hat man die Zeit, sich auch ein bisschen mehr zu informieren. Tasmanien ist ja immerhin auch so ein Ziel, wo die Leute großteils gar nicht so viel drüber wissen. Und wir versuchen so ein Grundrauschen eben zu halten, zusammen mit Australien, auch Australien oder Tourism Australia, australischen Staaten, dass wir mal über Presse, über Journalisten eben viel Informationen verbreiten, auch im Internet aktiv sind, kleine Content-Initiativen. Also es passiert schon was, es ist nicht so, als würden wir jetzt hier sitzen und sagen, oh nein, es geht nicht. Wir wollen schon, dass die Leute auch die Zeit nehmen und dass sie einfach drüber nachdenken, dass sie inspiriert werden. Wir nennen es die Dreaming Phase und dass man eben jetzt träumen kann und später dann auch die Reise dementsprechend bucht. Vielen Dank. Ich würde es auf jeden Fall mal nachschauen. Tasmanien, ich hatte überhaupt kein Bild dazu. Aber jetzt Bacardi-Strand oder eher Dschungel? Ich sage beides. Beides. Und das ist das ganz Besondere in Tasmanien. Ist ja eine Insel, ist so groß wie Bayern. Und man hat aber zum Beispiel die Ostküste, ist sehr trocken. Da ist Bacardi-Strand, nur keine Bacardi-Temperaturen leider. Aber absolut. Das kann man mit Bacardi dann relativ schnell kaschieren. Ja, oder mit Whisky, würde ich sagen. Es sind eben die wunderschönen weißen Sandstrände, türkisfarbenes Wasser, wirklich Bilderbuchstrand. Und auf der anderen Seite, die Westküste, sind wirklich nur 300-400 Kilometer Unterschied. Da hat man halt den richtigen Regenwald. Also Tasmanien hat ja die Tasmanian Wilderness, das sind 20% von Tasmanien, die UNESCO World Heritage sind und ein Drittel Nationalpark. Also es ist extrem viel Natur und extrem viel unterschiedliche Landschaften auch. Wie komme ich jetzt da zu Luxemburg rüber, zu unserem nächsten Exoten? Haben wir da Ähnliches mit weißen Stränden und Urwald? Nein, das sind andere Sachen, glaube ich, die spannend sind bei euch, oder? Ja, ich wollte gerade sagen, also Strände und Bacardi ist dann eher nicht unbedingt unser Hauptverkaufsargument. Aber es gibt in der Tat, ich sage mal, allein schon angefangen mit der Distanz. Wir haben zum Glück nicht das Problem, dass die Leute so lange fliegen müssen, sondern allein im Umkreis der großen Ballungszentren, ich sage mal Köln, Düsseldorf, aber auch Stuttgart, Frankfurt, die Ecke. Insgesamt wissen wir, dass wir in Deutschland noch ein Marktpotenzial von rund 14 Millionen Leuten haben. Und da sind wir natürlich ganz froh, dass das vielfach eben auch Kunden sind, die relativ unkompliziert zu uns kommen können. Flugverbindungen gibt es zu vielen deutschen Städten und auch nach Zürich, nach Wien beispielsweise. Das ist normalerweise kein Problem. Haben Sie jetzt gemerkt durch diese Pandemie, dass Sie auf einmal an Attraktivität unverhofft gewonnen haben? Ja, es hat sicherlich, also ich sag mal, Luxemburg ist definitiv so ein bisschen der unkomplizierte Exot, insofern, dass man halt einfach anreisen kann. Man findet viele Dinge, die man von zu Hause aus kennt, mit ein bisschen Exotik, die gerade auch von Frankreich herkommt. Das äußert sich in der Gastronomie, das äußert sich im Kulturangebot. Und was uns natürlich gut in die Karten gespielt hat, das ist einfach die exzellente Infrastruktur, die wir im Bereich der Outdoor-Aktivitäten haben. Luxemburg hat ein Wanderwegenetz, was tatsächlich, wenn man die Wege für sich zählt, einige tausend Kilometer umfasst. Das glaubt man quasi nicht auf den 80 mal 60 Kilometern. Ich wollte gerade sagen, ich habe hier 2586, wir messen genau Quadratkilometer Fläche. Wie viele Kilometer?
Es müssten um die 5000 sein, die wir zusammenbringen. An Wanderwegen wirklich alles gut zertifiziert und ausgewiesen. Dazu kommt das ganze Thema Radtourismus, der sehr weit ausgebaut ist. Das heißt, sowohl im Bereich Mountainbiking als auch eben beim klassischen Fahren bis hin zum Rennradfahren haben wir wirklich dort Strecken, die auch über die Grenzen hinaus schon bekannt sind und auch von vor der Pandemie entsprechend genutzt wurden. Ja. Und ihr habt einen ganz besonderen Service bei euch, der öffentliche Personennahverkehr. Der ist ziemlich günstig. Ja, ziemlich günstig war er vorher auch schon. Inzwischen ist er sogar gratis. Das macht natürlich das Reisen deutlich einfacher und unkomplizierter. Das heißt, wir profitieren davon, dass wenn die Leute in der Hauptstadt beispielsweise ankommen, dass sie eben auch diese Stadt-Land-Erfahrung wunderbar kombinieren können. Wie gesagt, keine Suche nach Tarifen, einfach einsteigen und fahren. Und innerhalb von anderthalb Stunden hat man eigentlich das ganze Land auch den Winkel erreicht, den man gerne hätte. Und damit auch die verschiedenen Charakteristika der Region vor der Tür. Jetzt Mountainbike, Luxemburg, Berge? Ja und nein, also Berge, jetzt sitzen wir natürlich hier. Jetzt, die Schweizer sitzen nebendran. Also ich würde sagen, nein, Berge sind es nicht, aber für den Flachland-Tiroler, ich selbst bin Westfaler gebürtig und viele unserer Touristen kommen aus Holland beispielsweise, also für die sind die Ardennen schon richtige Berge und wenn man die mit dem Rad bezwingen muss, dann weiß man auch, was man getan hat. Wir haben aber auch andere Gebiete, die sehr stark gefragt sind, beispielsweise im Süden von Luxemburg, da kann man mit dem Mountainbike auf Industriekultur unterwegs sein durch ehemalige Abbaugebiete. Vielleicht wissen es ja einige, Luxemburg war ja ganz stark in der Stahlindustrie und diese Zeugnisse kann man natürlich noch finden, wirklich ganz spannend aufbereitet und da ist es definitiv, verbindet sich eben Erfahrung von Industrie, Kulturerbe und eben auch Mountainbiking. Welche Zielgruppe habt ihr euch auserkoren? Gibt es da eine spezielle, wo ihr sagt, hey, das ist der typische Luxemburg-Tourist? Na, es ist typisch in der Form nicht. Wir wissen, dass das größte Potenzial in der Zukunft definitiv im Bereich der Stadturlauber, die eben darüber hinaus auch eben Outdoor-Aktivitäten wahrnehmen. Also nicht der Hardcore-Wanderer unbedingt, für den bieten wir auch viele Sachen an. Aber die Haupttouristengruppe sind tatsächlich die, die auf der einen Seite so ein bisschen urbane Erfahrung haben wollen, gute Gastronomie schätzen, Hochkultur schätzen, aber eben auch bereit sind, ich sag mal, die 3-4 Stunden Wandertour zu machen, die wir eben in einer Stunde Entfernung von der Hauptstadt anbieten. Die Digitalisierung. Im vergangenen Jahr, so groß war dieses Thema noch nie gespielt wie jetzt, seitdem es Corona gibt. Und bei euch ist das allerdings nicht so neu. Ihr habt dem Thema schon sehr viel Gewicht auch zugesprochen für eure Ansprache der Kunden. Ja, absolut. Also Digitalisierung beschäftigt uns nicht nur letztes Jahr ganz massiv, sondern auch dieses Jahr. Was macht ihr da? Im Sommer unsere neue Applikation auf den Markt bringen. Die wird neben dem gratis ÖPNV noch einen Schritt weiter in die Richtung der Vereinfachung, der Reiseplanung vor Ort bringen. Und ich denke, die App wird dann auch den Kunden tatsächlich die beste Kombination aus Outdoor- und Stadterlebnis bieten. Das ist sicherlich ein ganz wichtiger Teil. Gut, dann gibt es noch diverse Hintergrundsysteme, die erneuert wurden. Also wirklich alles mit dem Ziel, die Reiseerfahrung und das Versprechen, ich denke mal, kommen aufs Thema Sicherheit ja auch, wirklich auch einzulösen, was wir dem Gast geben. Unser Ziel ist wirklich, auch in den pandemischen Zeiten wirklich die Angebotsvielfalt zu zeigen und das bestmöglich planbar zu machen, was eben in Luxemburg am Start ist. Herr Schmude, trifft er da den Nerv der Zeit? Sicherheit? Mit Sicherheit. Mit Sicherheit? Mit Sicherheit trifft er den Nerv der Zeit, auch mit Natur und Outdoor. Wir dürfen nicht vergessen, wir hatten ja auch eine Zeit vor Corona, da denken wir oft nicht mehr dran. Alles, was Outdoor und naturorientiert gewesen ist, zeigte schon vor Corona Zuwachszahlen. Und das haben wir im letzten Sommer ganz prägnant in Deutschland ja gesehen, auch in anderen europäischen Ländern, dass das die stärkste Nachfrage hatte. Nicht die Städte an sich, sondern das städtische Umland oder der ländliche Raum. Und da hat Luxemburg sicherlich einen Standortvorteil. Auch das grenznahe Reisen war ganz wichtig. Auch das hat relativ gut funktioniert. Einzige kleine Problem, was ich noch sehe, Luxemburg muss jetzt in den Relevant Set der potenziellen Touristen kommen als mögliches Reiseziel. Ja, jeder potenzielle Tourist hat ein Relevant Set, in dem sich bestimmte Reiseziele befinden. Und da komme ich
nur durch immer wieder Werbung schalten, durch Aktionen, komme ich in diesen Relevant Set rein. Aber was macht ihr diesbezüglich? Entschuldigung, wenn ich da gleich, gehen wir doch gleich den Ball rüber. Also wir haben vor allen Dingen die Ressourcen, ich sag mal, neu aufgeteilt. Die Fernmärkte sind weggefallen. Wir machen keine Fernmarktkommunikation aktuell, haben sie auch alleine niemals gemacht. Machen das wenn mit den Nachbarregionen, da haben sie hat sich der Fokus auch verschoben. Das heißt, wir gehen ganz stark eben in diesem Bereich der 2 bis 3 Stunden Autofahrt plus die Flugdestinationen, wenn sie dann mal wieder eines Tages funktionieren. Das ist im Moment noch ein bisschen schwierig. Aber da ist gerade zu dem Bereich nur eins dazu gekommen, was letzten Sommer wunderbar funktioniert hat. Wir haben an die Bewohner und die Grenzgänger Übernachtungsvoucher ausgegeben von Seiten der Regierung und die wurden auch bisher schon zu 15%, knapp 20% eingelöst und das ist eine wirkliche Erfolgsstory, weil wir gesehen haben, das sind Leute, die ihr Land neu entdeckt haben, auch ihre Arbeitsdestination neu entdeckt haben und auf die setzen wir natürlich auch für die kommende Destination. Wir haben Sie ja aufgerufen, uns Ihre Fragen zu schicken, liebe Journalisten. Und die ersten sind eingetrudelt. Die wollen wir natürlich, wie wir es versprochen haben, sofort weitergeben. Ganz großes Thema, das wir jetzt natürlich auch immer wieder hören, ist Nachhaltigkeit. Was macht Tasmanien in puncto Nachhaltigkeit? Die Anreise verursacht ja durchaus eine Menge CO2. Ja, da können wir leider nichts dran ändern. Es wird einfach so sein. Wir sind sehr, sehr weit entfernt. Der Flug ist nun mal, bringt uns nach Tasmanien. Aber in Tasmanien an sich, es sind einmal die Tasmanier selbst. Sie sind extrem stolz auf ihre Insel. Es wird wirklich alles, ob es Produkte, ob es das ganze Lebensstil wirklich mitgetragen und mitgelebt. Und es ist aber auch auf Regierungsseite. Australien ist eine der wenigen Regionen der Welt sogar, die wirklich ganz nur den Strom nur aus erneuerbaren Energien bezieht, das ist hauptsächlich Wasser. Und der Plan bis 2040 ist, das zu verdoppeln und dann auch aufs Festland zu exportieren. Und ganz neu ist auch die Maßnahme von unserem Ministerpräsident. Das wurde vor 2 Wochen veröffentlicht, dass wir das Ziel haben, bis 2025 klimaneutral zu sein. Und das ist nicht einfach nur ein Statement. Da gibt es wirklich eine ganz konkrete Strategie auch, wie man das auch mit Tourism-Anbietern erarbeitet. Also da wird auch einiges gemacht. Das muss man auch bei einer Insel, die so viel Natur eben hat und so viel draußen und einfach so viel Schönheit zu bieten hat, muss man das auch wirklich erhalten. Und der nachhaltige Gedanke ist wirklich sehr vertieft. Da passt die zweite Frage, nämlich bezüglich Nachhaltigkeit. Gehen wir gleich an Luxemburg weiter. Nämlich, wie nachhaltig ist denn der Trend dieser Nahreisen? Oder befürchtet ihr, wenn dann alle Tore wieder geöffnet werden, dass die Menschen erstmal das Bedürfnis haben, ganz weit wegzufliegen? Nein, also ich denke, das wird sich so halten. Vielleicht nicht in der Prozentzahl wie 2020, aber es wird ein positiver Effekt übrig bleiben. Einfach, weil die Leute gemerkt haben, dass sie in ihr, ich sag mal, Urlaubssetting, was übers Jahr eben gebucht wird, auch Luxemburg einpreisen können. Und das durchaus relevant. Das heißt, wir sprechen von 2 bis 3 Übernachtungen. Das ist der, ich sag mal, hochwertige Kurztrip, den man machen kann. Und unser Ziel ist es, Stichwort Nachhaltigkeit, ja eben auch die Zahl der durchschnittlichen Übernachtungen raufzutreiben. Das heißt, dass die Leute eben nicht kurzfristig kommen, für eine Übernachtung, das ist gerade im Bereich der Geschäftsreise ein Problem, sage ich mal, sondern unser Ziel ist auch, dass ein Geschäftsreisender in Zukunft sagt, wenn ich reise, dann kann ich eben auch verlängern, kann eventuell auch meine Familie danach kommen lassen. Mit Homeoffice heutzutage ist das alles nicht mehr so problematisch und ich denke, dort ist auch die Infrastruktur adäquat, um solchen Modellen dann eine Zukunft zu bieten. Waren Sie schon mal in Luxemburg? Nee. Nee? Er hat bestimmt noch einen Voucher für 15%, denke ich, wie in der Hosentasche, oder? Da können wir euch zwei vielleicht zusammenbringen. Das ist einmal die Faszination Luxemburg. Ich könnte mir dann vielleicht vorstellen, dass es dann die Gegeneinladung gibt. Ja. Die ist bestimmt auch nicht. Ich habe ja gedacht, Sie arbeiten in Frankfurt, von daher ist das ja genau der Speckgürtel, den wir anvisieren. Wir lassen euch zwei jetzt da mal alleine und kommen gleich mal zum zweiten Themenpunkt. Möchte mal sagen, wir gehen ein Stückchen weiter zu einer ganz spannenden Region, nämlich der Dachregion. Wir haben uns 3 Reiseziele rausgesucht. Mit unterschiedlichen touristischen Ansätzen. Ich sage jetzt mal ein bisschen weniger exotisch, aber gefragter denn je im vergangenen Sommer und auch im Winter war die Schweiz mit Laax. Markus Wolf, Graubünden, lange schon gefragte Urlaubsregion, in den letzten Monaten noch viel mehr. Ja, schon. Also die ganze Corona-Situation wurde in der Schweiz touristisch sehr gut
gemeistert, würde ich sagen. Wir konnten mehr oder weniger eine normale Wintersaison, zuvor eine normale Sommersaison, natürlich mit vielen Abstrichen verzeichnen und die zahlungskräftigen Schweizer mal in der Schweiz halten und bei uns den Urlaub verbringen lassen. Das hat sehr gut funktioniert. Und wir, ja, ihr habt auch die zahlungskräftigen Gäste aus dem Ausland bekommen, also nicht nur die in der Schweiz, glaube ich. Also da wart ihr gesegnet, denke ich mal, oder? Ja, das stimmt. Allerdings hat sich wirklich sehr stark auf den Schweizer Markt fokussiert. Die Grenzübertritte waren doch sehr im bescheidenen Ausmaß. Also es haben sehr viele Schweizer in der Schweiz die Ferien verbracht. Weil wir gerade über das Thema Nachhaltigkeit hier schon gesprochen haben, das ist ja auch ein Weg, den ihr kompromisslos fast schon verfolgt in eurer Region und auch die Digitalisierung. Ihr habt dem Ganzen einen Namen gegeben, das sogenannte Green Style Projekt. Was versteckt sich dahinter? Also Green Style heißt es, weil Laax eine Freestyle-Tradition hat und sich als Maxime auf die Fahne geschrieben hat, immer alles mit Style zu machen. So machen wir eben auch die Nachhaltigkeitsbemühungen mit Style. Deshalb Green Style. So viel zum Namen. Inhaltlich ist es eigentlich die Laaxer Antwort auf den Klimawandel. Wir arbeiten bereits seit über einem Jahrzehnt daran, vom Verbraucher zum Produzenten zu werden. Das ist eine sehr ambitionierte Vision. Dafür müssen wir einerseits selber Energie, regionale Energie produzieren, vorwiegend über Solarstrom, und andererseits natürlich an allen Ecken und Enden an der energieeffizienten Arbeit. Ja, ihr habt Hybridpistenraupen. Stimmt das? Ja, teilweise. Also das ist natürlich ein großer Verbraucher mit sehr vielen fossilen Brennstoffen, die Pistenmaschinen. Da wird sehr stark an Innovationen gearbeitet. Wir sind da auch Entwicklungspartner der entsprechenden Industrie und versuchen da die Ersten zu sein, die wirklich dann was Gescheites am Markt haben. Und ihr habt das Thema so ernst genommen, dass ihr sogar einen eigenen Nachhaltigkeitsbeauftragten bei euch habt. Was macht der denn? Ich glaube, es ist sehr wichtig, dass man vielleicht einen Nachhaltigkeitsbeauftragten hat, aber das auch zur Kultur macht. Und seine Aufgabe war eigentlich schon über die ganze Zeit, halt immer wieder mit sogenannten Circles of Competences, also intern mit allen Bereichen zu arbeiten und zu schauen, dass es in die DNA der Mitarbeitenden übergeht, bei allen Maßnahmen, die man tut, immer auch den Green Style-Gedanken mitfließen zu lassen. Und so wird es eben irgendwann zur Kultur und nicht nur zur Absicht. Und daran arbeiten wir, glaube ich, schon sehr erfolgreich. Was habt ihr denn bei euch in Laax für Erfahrungen gemacht bei den Zielgruppen, wie das angenommen wird? Und wird das ja, letzten Endes müssen sie ja natürlich irgendwann in Buchungen enden. Wie ist es da gelaufen mit diesem neuen Konzept? Ja, rund 90% der Gäste geben bei den Befragungen an, dass es ihnen wichtig ist, dass wir uns Green Style auf die Fahne geschrieben haben und dass wir nachhaltigen Tourismus anbieten wollen und auch tun. Wir glauben aber auch, dass dieser Trend, wenn dann Corona ein bisschen wieder aus den Köpfen verschwindet, massiv und stark weitergehen wird. Und gerade auch die jungen Generationen, die Generationen Y und Z, die werden da nicht schwächer werden in diesen Themen, sondern das wird für die noch wichtiger sein. Und deshalb glauben wir schon daran, dass das eine... Ist so eine klare Kante, so eine klare Positionierung vielleicht dann im Endeffekt sogar ein Wettbewerbsvorteil im Land oder auch in den zu den angrenzenden Ländern, wenn man so klar das Ziel formuliert? Wir gehen schon davon aus. Wir gehen schon davon aus, dass es heute schon so ist, dass bei der Wahl eines Skigebiets für diejenigen Leute, die überhaupt switchen, dass da dieser Gedanke eine Rolle spielt und dass man da auch mal die Wahl auf Laax dann fallen lässt. Wir haben gerade gehört, Luxemburg, Digitalisierung, Tasmanien sicherlich auch. Es ist überall ein Thema. Wie sehr spielt es bei euch in Laax ein Thema? Bei uns ist es ein Riesenthema rund um den Gast. Also wir denken, dass wir im Customer Journey, den wir als Weiße Arena praktisch vollständig abdecken können, die Pain Points zu entfernen sind. Also der Gast hat keine Lust, sein Erlebnis durch Dienstleistungen, die schwierig von der Hand gehen, negativ beeinflusst zu bekommen. So haben wir schon seit einigen Jahren die Inside Laax App am Start. Das ist so wie das Schweizer Taschenmesser für unseren Gast, das Digitale. Damit bestellt er Essen, bezahlt das Essen, damit nach Hause oder im Restaurant, wie auch immer er das möchte. Er bestellt die Tickets darüber etc. etc. Also sehr viele Leistungen kann er über diese App buchen und hat eigentlich ein Instrument für fast alles. Das heißt, er braucht seine Kreditkarte fast gar nicht mehr, wenn er bei euch unterwegs ist? Nur einmal, bis er sie hinterlegt hat. dann hat er keine Schmerzen mehr bei Bezahlung. Herr Schmude, dieses Thema Nachhaltigkeit und vor allem die Auswahl des Touristen, welche Destination er sich als Ziel auswählt. Wie sehr spielt da das Thema Nachhaltigkeit inzwischen eine Rolle?
Oder ist das ein Faktor? Wie groß ist das, der Faktor? Das ist auf jeden Fall ein Faktor. Allerdings muss man ehrlich sein, vor Corona war dieses Marktsegment nachhaltiger Tourismus noch nicht so groß. Aber da wirkt Corona jetzt wie so ein Katalysator. In den Befragungen geben die Touristen immer an, dass sie möglichst nachhaltig reisen wollen, sozial nachhaltig, ökologisch nachhaltig. Bloß das Verhalten ist dann oft ein anderes gewesen. Wir haben da so einen Gap zwischen dem gewünschten und dem tatsächlichen Verhalten. Und dieser Gap, der wird kleiner nach Corona. Da gehen wir eigentlich fest von aus, sodass Nachhaltigkeit im Tourismus in der Post-Corona-Zeit eine größere Rolle spielen wird. Das freut doch den, der aus dem Schwarzwald kommt, weil da ist ja genügend Wald vorhanden, oder noch? Also macht ihr auch diese Erfahrung, dass das Thema Nachhaltigkeit bei euch für Buchungen ein Thema ist? Absolut. Ich meine, ich könnte jetzt sagen, wir haben die Nachhaltigkeit erfunden, weil der Begriff der Nachhaltigkeit kommt ja aus der Forstwirtschaft. Und bei der waldreichsten Gemeinde Baden-Württembergs, wir haben die Erfahrung gemacht, wie es ist, wenn man nicht nachhaltig wirtschaftet. Im 19. Jahrhundert und so weiter gab es nicht mehr viel Wald, wurde abgeholzt oder auch noch früher. Das Dorf ist verarmt, die mussten die Kinder wegschicken, dass sie überleben konnten. Und dann hat man sich natürlich überlegt, okay, ich sollte vielleicht weniger abholzen, als nachwächst. Und somit ist die Nachhaltigkeit in der DNA. Also wenn wir irgendetwas tun, dann tun wir das nicht für die nächste Saison oder für den nächsten Trend, sondern für die nächste Generation. Apropos, wer hat es erfunden? Ihr habt die Champagnerflasche erfunden, habe ich mitbekommen. Die druckfeste Champagnerflasche. Ja, also das, was da unten an dem, ist ja immer so eine Einbuchtung im Boden, ja. Das verteilt den Druck auf den, sozusagen auf die, ist deine Flasche, das weiß ich aber. ich glaube sie auch nicht. Das verteilt den Druck auf, sozusagen auf die Wand, ja, und bei der Methode Champenoise platzen dann nicht über 50% der Flaschen, sondern nur ein Drittel. Und das haben die Schwarzwälder in Baiersbronn erfunden, ja. Patrick Schreib aus Baiersbronn, der holt für seine Gäste die Sterne vom Himmel. Jetzt hole ich einen neuen Werbeslogan. So weit ist der allerdings gar nicht hergeholt. Ihr habt in eurem Ort wie viele Michelin-Sterne vereint? 8 auf 15.000 Einwohner. Das ist so in der Kombination oder in der Dichte, ist die höchste Michelin-Sternendichte pro Einwohner. Österreich hat ja keine Michelin-Sterne. Das heißt, das einzige Restaurant bei euch, das keinen Stern hat, ist eine amerikanische Fastfood-Kette, oder wie darf ich mir das vorstellen? Nee, die gibt's bei uns nicht. Nein, natürlich ist das nicht so. Ja. Das sind vier Restaurants. Aber woher kommt das bitte? Entschuldigung. Ja gut, wie lange haben wir Zeit jetzt? Ach so, genau. Die Kurzfassung dann. Das ist die Kurzfassung. Ja gut, es ist wie, denke ich, in jeder Region. Es braucht Pioniere, ja, die meine Vision hatten. Und dann befruchtet sich das auch. Ja. Wenn der eine im einen Tal was macht, macht der andere wieder was und so weiter. So entsteht dann ein sogenanntes Genusscluster, was wir hier im Schwarzwald insgesamt haben. Ja, wenn man die ganzen Verteilung der Sterne und Restaurants anschaut, da ist Baden-Württemberg und der Schwarzwald natürlich ganz vorne. Und immer wieder taucht da Baiersbronn auf, weil wir sind der einzige Ort mit 3 Michelin-Sternen. Zwei Michelin-Sterne-Restaurants. Und dann wollen wir auch wieder zum Tourismus kommen. Und ihr lasst euch aber, zweimal am Tag kommt frischer Fisch aus Paris. Genau. Also das ist natürlich, wegen einem Restaurant kommt kein Lieferant so mitten in den Wald. Ja, wir sind ja mitten im Wald, wir sind umgeben vom Nationalpark und mit vielen Bäumen. Und von dem her, das eine befruchtet das andere. Das ist das Gesamtnetzwerk eines Dorfes. Ja, und das versuchen wir immer von innen heraus zu entwickeln. Also die Gourmets sind euch sicher, aber ihr habt euch nicht nur auf die lukullischen Sterne spezialisiert, sondern ihr habt noch einen anderen Sternenhimmel aus dem Hut gezaubert. Das ist jetzt ein bisschen jünger, die Geschichte, denke ich. Worum geht's da? Da geht es dann eher um jung und sportlich und... Also grundsätzlich ist es so, dass die Sterne-Restaurants sind so eine Spitze. Das ist ja immer so. Das macht uns bekannt. Das hat uns in den Relevant Set, ja, was wir ja gelernt haben, gebracht. Und unter diesem Sternenhimmel, sage ich jetzt mal, entstehen oder können verschiedene Dinge entstehen. So haben wir vor über 15 Jahren den Wanderhimmel entwickelt. Ja, also das ist unsere Naturerlebnismarke. Wir haben
Eben hier nicht so viele Wanderwege wie möglich gemacht, sondern einfach nur die besten. Also von über 1000 Kilometern haben wir es reduziert auf 500 Kilometer, haben Einkehrmöglichkeiten geschaffen, es gibt Genussplätze und hier versuchen wir das Netzwerk so zusammenzubringen. Das ist mit regionalen Produkten verknüpft, es gibt den kulinarischen Wanderhimmel natürlich, es gibt kulinarische Wanderungen, Picknickplätze. Verbinden das jetzt mit dem Mountainbike im Wanderhimmel, ja, über 400 Kilometer Mountainbike-Wege mit einem sehr hohen Trail-Anteil und das verbunden mit einer hohen Qualität an Übernachtungsbetrieben, die auch immer wieder investieren, und das ist eine tolle Sache. Seit 5 Jahren haben wir den Nationalpark Schwarzwald. 60% des Nationalparks liegen auf Bayersbronner Gemarkung. Das Land investiert, hat über 50 Millionen in ein Infozentrum investiert, ein architektonisches Highlight, ja, natürlich aus Holz im Schwarzwald, das ist klar. Das ist, und so kommt das eine zum anderen. Ja. Habt ihr gemerkt, dass ihr eine neue Zielgruppe bei euch als Gast bekommt durch diese Maßnahmen? Ja, also sagen wir so, die Zielgruppen, die verändern sich natürlich immer, aber ganz klar, durch solche Themen, durch einen entsprechenden auch ästhetischen Anspruch, was Architektur und moderne Architektur und so weiter anbelangt, kommt ein jüngeres Publikum, jünger ist vielleicht, oder ein Publikum, was sich jünger fühlt. Ja, wie alt die sind, ist eigentlich wurscht. Ja, es geht um einen Lebensstil und um ein Sehnsuchtsprofil. Und ich glaube, da können wir das Sehnsuchtsprofil von einigen, auch neuen Menschen, die vorher den Schwarzwald nicht auf dem Schirm hatten, doch erfüllen. Diese neue Chance, diese neue Generation, diese neuen Gäste dann zu Stammgästen zu machen. Wie groß ist die Herausforderung? Was habt ihr für die Zukunft dort diesbezüglich auch schon ein Konzept? Also man macht einen Gast zum Stammgast, wenn man ihn, ich sage jetzt mal, empathisch umsorgt. Ja, das ist etwas, ich muss die Kontaktpunkte mit dem Gast, du hast es vorher gesagt, mit dem Customer Journey, ja, wir müssen die Kontaktpunkte so gestalten, dass sich der Gast jederzeit in seiner Entscheidung, zu uns zu kommen, bestätigt fühlt. Ob das digital ist oder analog ist oder wie auch immer, das ist letztendlich egal. Er muss sich wohlfühlen. Und das tun wir, ja. Das tun wir mit einer intensiven Gästekommunikation, mit verschiedenen, vor allen Dingen auch kleinen Veranstaltungen, die hochprofiliert, die sehr auf das Erlebnis des Einzelnen bezogen sind. Also ja, als neuer Gast kommen und als Freund dann gehen, ja, das ist letztendlich die Herausforderung oder halt auch das Ziel. Herr Schmude, ist er da auf dem richtigen Weg? Sind das die Tourismusarten, die heute und natürlich auch in den nächsten Jahren gefragt sind? Prinzipiell ja, wobei Sie haben ihn so ein bisschen in so eine Sackgasse manövriert. Mit dem ja, muss er dann wieder rauskommen, es hilft ja nichts. mit den Stammgästen ist das so ein Problem. Ne? Die Touristen sind immer wankelmütiger geworden. Wir sprechen davon, dem sogenannten hybriden Touristen, der nicht nur die Destination wechselt, sondern auch die Tourismusart. Ein Jahr geht er wegen mir aufs Kreuzfahrtschiff, das nächste Mal macht er einen Strandurlaub und das dritte Jahr ist es dann der Cluburlaub. Ja? Und so fällt es Destinationen zunehmend schwer, Gäste dauerhaft zu binden. Also Stammgästeanteile, wie wir sie früher vielleicht mal gehabt haben, von 80%, das ist heute Illusion. Und es ist deshalb wichtig, solche Leuchttürme zu setzen, die immer wieder natürlich in einer bestimmten Gruppe einen Typen Touristen anziehen, aber da ist ein Wechsel von Jahr zu Jahr. Ja. Deshalb ist es immer wichtig, up-to-date zu sein, Anreize zu setzen und einfach sichtbar zu werden. Bei den 80% Stammgästen, da hat er gezuckt, das habe ich gesehen, der Alois Seiling. Wie sieht das bei euch? Da ist okay. Leichtes Räuspern. An der Stelle vielleicht alle, die sich denken, hey, so eine riesige Runde, wir sind alle ganz frisch Corona getestet, heute noch geworden, oben an der in Seefeld, an dem genau. Ja, genau. Also insofern alle negativ, alles wunderbar. Aber zurück zum Thema Stammgäste. Wie sieht das bei euch aus? Wie viele Stammgäste habt ihr bei euch in eurem Hotel? Also sicher in der Hauptferienzeit sind es 80% noch, also das sind die, wo Großeltern bis Enkel Hauptferienzeiten kommen. Aber es hat sich die letzten Jahre deutlich verjüngt. Also wir haben auch versucht, den Altersschnitt
an unser Alter anzupassen, und das ist uns gelungen. Und da ist der Gast sehr hybride, muss man absolut sagen. Aber ich glaube, wenn man das Produktversprechen einlöst und dann auch noch die Empathie dazukommt, werden sie zu Stammgästen, auch wenn sie vielleicht 2-3 Jahre nicht mehr wieder kommen, aber früher oder später tauchen sie wieder auf. Hat das auch mit der Region zu tun, dass man da weiterhin die Attraktivität sehr hochhalten muss? Wir haben jetzt hier überall schon drüber gesprochen, dass der Nahurlaub natürlich von Haus aus gegeben war in den vergangenen Monaten. Davon habt ihr aber gar nicht recht viel mitbekommen über die Wintersaison, oder? Ja, die Wintersaison, also wir versuchen jetzt momentan uns auch täglich neue Motivation zu schaffen. Wie geht es weiter? Man wird jetzt von seiner eigenen Meinung fast wöchentlich wieder überrollt. Und wir haben aber so einen engen Gästekontakt und auch die Mitarbeiter natürlich. Das gibt immer den nötigen Kick, dass du sagst, okay, es geht voran. Wir haben eine Region, die ganzjährig funktioniert mit 50% Sommer- und 50% Winternächtigungen. Also der Winterausfall ist schlimm, vor allem für die reinen Winterdestinationen. Der Sommer muss und wird im Alpenhauptkamm funktionieren. Also davon gehen wir auch stark aus. Also ich glaube, vor allem bei dem Winter blutet einem doch das Herz, oder? Also ich weiß nicht, wann ihr das letzte Mal so einen Winter gehabt habt. 2004? Also 2019 bei der Nordic Ski WM haben wir Gott sei Dank ähnliche Bedingungen gehabt. Viel Schnee, Sonne und Kaiserwetter. Es tut einem das Herz weh, wenn ein Ort, der für Touristen gemacht ist, natürlich mit 3000 Einheimischen, ist ein bisschen ein Leben drinnen, aber der Gast fehlt und die Mitarbeiter natürlich. Spannend fand ich vorhin die Aussage 50% Sommer, 50% Winter. Seit wann hat sich das so verschoben bei euch? Oder seit wann gibt es dieses 50-50? Es ist gar nicht so lange her. Also vor knapp 15 Jahren sind wir noch bei 80% Wintertourismus gelegen und nur 20% Sommer. Und die Betriebe und auch der Tourismusbahn, die Gemeinde haben sehr stark auch in den Herbst hinein investiert. Und das Thema Wellness ist dann viel stärker zum Tragen gekommen. Und somit haben wir jetzt 11 Monate, also eigentlich ganzjährig Saison, und viele Betriebe knüpfen an, von den Bergbahnen, Hütten, Hotels. Wird es vielleicht demnächst sogar eine Verschiebung Richtung Sommertourismus geben? Sommer, Herbst ist möglich, sagen wir mal so. Auch die Sportarten, die ganzjährig möglich sind, also auch wenn jetzt einmal der Schnee weniger werden sollte in Zukunft, ist das ganzjährige Spazieren, Wandern, Winter auch Biken sicher interessanter als rein jetzt alpinlastig zu sein, muss man auch sagen. Jetzt war der letzte Sommer für euch, glaube ich, einer der besten Sommer, die ihr jemals gehabt habt. Wird es dieses Jahr so weitergehen? Bleibt das? Hat man jetzt wieder Lust, einfach nur um die Ecke zu fahren und dort ein paar schöne Tage zu verbringen? Um die Ecke in Anführungszeichen, also sag jetzt mal Anreise 1, 2, 3 Stunden. Also wir konzentrieren uns auch schon seit mittlerweile jetzt 5 Jahren auf den Radius circa 4 bis 6 Stunden Haupteinzugsgebiet, egal ob es mit dem Flugzeug ist von Holland oder eben mit dem Fahrzeug. Und der letzte Sommer hat gezeigt, dass 70-80% vom Umsatz im gleichen Monat noch passiert. Also die Gäste buchen sehr kurzfristig. Der Haupturlaub, der vielleicht am Kreuzfahrtschiff war oder in einer Ferndestination, oder Gäste, die man nur aus dem Winter kennt, sind auf einmal im Sommer geblieben und eine Woche, 10 Tage haben hier verweilt und erkannt, wie unkompliziert und wie schnell man auch zu Hause ist im Fall der Fälle. Das ist natürlich der Hauptgedanke oder der Hintergrund, Thema Sicherheit. Also ja, der Sommer wird funktionieren und das ist auch die größte Motivation, warum jetzt alle Hoteliers so viel umbauen und investieren, weil sie sagen, es wird wieder nach oben gehen. Wie bringt ihr euren Ruf nach Holland? Ist es Mund-zu-Wund-Propaganda oder habt ihr da euren eigenen Weg gefunden, um die hier nach Seefeld zu lotsen? Also wie funktioniert eure Kommunikation mit Kunden? Speziell um die Holländer geht, die sind sehr familienbezogene Menschen, die bringen immer Freunde, Bekannte, erweiterte Familie mit, die sind sehr stark in der Empfehlung. Also Holländer, muss man sagen, muss man fast keine Werbung schalten, weil wenn das Produkt gut ist und sie sich wohlfühlen und ein Glasl trinken können am Abend, die sind relativ unkompliziert, die Holländer. Es gibt hier einen wunderbaren Weinkeller. Wir durften vorher eine kleine Führung machen, also da sind die Deckenhöhen jetzt nicht so hoch, aber der Inhalt ist sehr schön. Es ist unfassbar, dieses Gemäuer hier. Vielleicht noch ganz kurz, wenn wir hier schon da sein dürfen, ein kleiner Satz zur Historie dieses Hotels. Das ist ja jetzt, wir haben es hier seit 1516, aber nicht immer Hotel gewesen. Kaiser Maximilian hat es als Kloster gebaut, 1516. Und nachdem das Kloster irgendwann säkularisiert wurde, wurde es versteigert. Und so sind wir, also unsere Familie, vor über 210 Jahren zu diesem Gebäude gekommen. Und ja, dank der Generationen vor uns haben wir jetzt eine tolle Substanz, auf der wir aufbauen können und halt ein bisschen frischen, aktuellen Wind reinbringen.
Apropos frischen aktuellen Wind reinbringen, wir haben wieder ein paar Fragen hereinbekommen von Ihnen, da freuen wir uns sehr. Jederzeit gerne, schreiben Sie. Wir geben das gerne, Ihre Fragen vor allem auch weiter, an die Region Dach jetzt erstmal. Da haben wir erstmal eine an Seefeld. Inwieweit werden sich die Preise über diese Saison hinweg verändern? Steigen die dann? Denn Sie müssen ja die Verluste eigentlich aus dem vergangenen Winter dann irgendwo reinholen. Ich höre immer das Gegenteilige. Die Betriebe planen normalerweise ihre Preislisten ein halbes bis ein Jahr oder zwei Jahre voraus, muss man ganz klar sagen. Wir sind Ferienhotellerie, die Preisschwankungen sind meistens auf die Ferienzeiten bezogen. Also die in den letzten Jahren schon mit Überpreis sich verkauft haben, das sind meistens die jetzt wirklich die größeren Probleme haben. Wenn das Produkt stimmt, machen wir keine Sorgen. Also Preis-Leistung wird weiterhin passen. Man merkt hier, sechste Generation war es, glaube ich, oder? Sechste Generation inzwischen hier im Klosterbräu. Wie wichtig ist für einen Urlauber diese persönliche Ansprache, diese Nähe, dieses Menschliche? Wie sehr spielt das mit rein, gerade im Hinblick auf 80% Stammkundschaft? Ja, da es ja nicht mehr den Touristen gibt, muss ich jetzt wieder sagen, es gibt eine Gruppe, für die das sehr wichtig ist. Es gibt aber auch Touristen, für die das keine Rolle spielt. Sie haben natürlich die Gäste, für die das eine wesentliche Rolle spielt. Und es gibt Befragungen von Kollegen aus der Tourismuswissenschaft, was macht einen Touristen glücklich? Und da gibt es also sehr vielfältige Antworten, und ich erinnere mich da an ein Interview, wo der Gast gesagt hat, für mich war der glücklichste Augenblick, als der Hoteldirektor mich persönlich begrüßt hat. Das ist fast schon so Captain's Dinner, oder? Also, gibt es sowas bei euch, sowas in der Art Captain's Dinner, oder? Sehnsucht nach dem Captain's Dinner, oder wie? Ja, aber da sieht man, dass diese persönlichen Kontakte durchaus eine ganz wesentliche Rolle spielen, und das ist natürlich in einem inhabergeführten Haus wesentlich leichter zu realisieren. Aber ich muss auch ganz klar sagen, für die anderen Häuser gibt es auch eine Klientel, die legt da nicht so den großen Wert drauf. Da spielt die persönliche Nähe dann vielleicht nicht die große Rolle. Aber sie haben ihre Klientel gefunden. Ich bin absolut optimistisch, dass die auch weiterhin kommt. Frage an alle drei aus der Dachregion. Nachhaltigkeit und Corona-Prävention bedeutet natürlich Kontrolle und Begrenzung der touristischen Ströme. Das bedeutet natürlich auch Verzicht auf Umsatz. Bei euch sind es die Skigebiete, wo ihr vorsichtig sein müsst. Bei euch ist es wahrscheinlich dann auch die ganze, wie steuert ihr die Kanäle von euren Gästen? Nehme ich an, das gleiche gilt auch im Schwarzwald. Also ich weiß nicht, wer als erster will. Umsatzverzicht zu Sicherheitspräventionsmaßnahmen zugunsten von? Fangen wir aber in der Schweiz an. Ja, also ich glaube, Umsatzverzicht macht ja keinen freiwillig im Grundsatz, aber nein, es geht ja darum, verantwortungsvoll Tourismus anzubieten oder touristische Aktivitäten anzubieten. Und da ist natürlich teilweise wirklich Umsatzverlust die Folge davon. Ich glaube aber, dass es unser Anspruch sein muss, das so zu begleiten, dass man eben möglichst normale Erlebnisse anbieten kann, beispielsweise eben mit Testings, die parallel dazu laufen und weiteren Schutzmaßnahmen. Ich glaube schon, und wir haben es auch in den Skigebieten sehr gut gesehen, dass es möglich ist. Bei euch im Schwarzwald war, denke ich mal, auch so viel los wie fast noch nie, oder wie war das bei euch? Ja, also die Monate, die wir öffnen durften, es waren ja nicht viele. Da haben uns sehr viele Menschen besucht. Aber es ist natürlich, ich denke, der Besucherlenkung und der kommt eine viel größere Rolle zu. Und Besucherlenkung fängt nicht erst am Skilift an oder am Wanderweg oder so, sondern das fängt eben zu Hause an. Und hier sozusagen in Alternativen zu denken, in unterschiedlichen Infrastrukturen. Ich sage immer, auch die Zeit jetzt, die müssen wir nutzen, um in die Infrastruktur, sowohl digital als auch analog, zu investieren, und dann gelingt es auch zu verteilen und das Gefühl der Sicherheit zu vermitteln. Testungen, alles Mögliche, das wird uns noch ein Weilchen beschäftigen, aber das ist auch klar. Ja? Also das ist die Basis. Ja. Ihr müsst jetzt seit 7 Jahren, ihr habt den Umsatzrückgang schon alleine deswegen, weil ihr seit 7 Monaten jetzt hier leider euer Hotel geschlossen habt. Aber habt ihr euch schon Gedanken, wie gehen eure Gedanken diesbezüglich, wie stellen wir uns auf, wenn wir wieder aufmachen? Tag und Nacht. Das ja, aber geht das in Schritten oder sagt ihr, okay, jetzt? Es ist...
je nach Betriebsgröße und Mitarbeitergröße ist natürlich der Sperraufwand entsprechend hoch. Und wenn da die Grenze noch nicht offen ist und man darf aufsperren, ist es für sicher viele Betriebe noch nicht wirtschaftlich aufzusperren. Das heißt, das wird sicher der Schlüsselpunkt sein, wann sind die Grenzen und die Reisefreiheit gegeben. Weniger Umsatz heißt aber auch weniger Aufwand. Also man kann auch, wenn man auf der Aufwandseite mit weniger Umsatz gut umgeht, trotzdem ein sehr gutes Ergebnis liefern. Und wenn man in der Vergangenheit ein bisschen krisensicheres Fundament sich aufgebaut hat, glaube ich, jetzt über Beschränkungen machen wir uns keine Gedanken durch die ganzen Täler. Nochmal eine Frage, die auf Zoom sehr oft und häufig gestellt wird hier bei uns, ist Erlebnis oder Achtsamkeit. Wie sieht denn der Outdoor-Tourismus der Zukunft aus eurer Sicht? Jetzt machen wir die Runde vielleicht mal ganz kurz mit kurzen Einschätzungen rückwärts. Wie sieht das bei euch aus? Der Drang zur Natur ist Gott sei Dank stark gegeben, also Natur- und Kulturlandschaft. Die meisten schmeißen es in einen Topf. Wir merken, dass die Produkte, die um die Natur sich drehen, viel stärker nachgefragt sind. Das Thema Nachhaltigkeit ist jetzt nicht unbedingt der Buchungsgrund, aber das Interesse ist sehr groß und das gute Gewissen möchte man doch haben. Und da viele Bestrebungen, die echt und aus tiefer Intention gemacht werden, die werden auch funktionieren, auch als buchungsrelevant funktionieren, denke ich. Also das im Alpenraum kann ich mir gut vorstellen. Die Natur ist gegeben an sich, sie nicht überall. Jeden Tourist in jedes Tal zu bringen, ist vielleicht sicher langfristig auch der richtige Weg. Outdoor-Tourismus in Bayersbronn? Gut, das ist einer unserer Kernthemen. Das sind zwei Dinge, Natur und Genuss. Und, wir gehen da schon ein bisschen in die Kugel rein, also in die Glaskugel. Wo seht ihr euch in der Zukunft? Sagen wir mal 5 bis 10 Jahre. Ja, also das Interesse an Natur und an dem Erleben, in die Natur einzutauchen und so weiter. Das wird weiterhin zunehmen. Es werden vielleicht auch eben die kleineren Erlebnisse sein. Ob das Übernachten im Wald, Trekkingcamp und solche Geschichten sind. Ja, das sind zwar Dinge, die wir jetzt schon haben, aber dieser Trend wird weiterhin verstärkt. Ich glaube, dass wir einen neuen Bezug zur Natur bekommen. Das haben wir jetzt gemerkt, auch im letzten Jahr, dass viele waren noch gar nicht irgendwie in der Natur. Ja, das sieht man an, was sie anhaben, welche Schuhe sie anhaben und merken dann, hoppala, ich bin ja gar nicht so im Park und den Dreck, den ich hinterlasse, den räumt dann halt nachher niemand auf. Ja? Also ich muss, da brauchen wir ein neues Bewusstsein. Was heißt denn das? Wir haben uns ein bisschen entfremdet von der Natur. Jetzt haben wir die Sehnsucht nach Natur und wir müssen es vielleicht wieder ein bisschen mehr lernen und da auch die Gäste begleiten. Was heißt denn das, wieder in die Natur zu gehen? Ja. Outdoor-Tourismus in der Schweiz, ihr habt jetzt die Sommersaison vor euch. Das ist ja auch nochmal ein neues Erlebnis, was ihr entdeckt, oder? Der Sommer neu entdeckt in der Schweiz, kann man es auch so formulieren, für die Zukunft jetzt auch schon mal wieder so ein Step, dass ihr jetzt auch den Sommer noch mehr bespielt? Ja, das denke ich schon. Also das 50-50 von Seefeld ist natürlich für uns eine Zielgröße. Die Vorredner haben es gesagt, oder der Drang in die Natur wird bleiben. Was wir glauben auch noch festzustellen ist, dass eine gewisse Tendenz da ist, dass man Tourismus und Wohnen vereinen wird. Also wir stellen fest, dass viele ihre Zweitwohnungen fast zu Erstwohnungen umrüsten und dort über Remote Working, also die ganzen Homeoffice-Geschichten, halt auch in den Bergen machen und nicht unbedingt zu Hause in Zürich. Dieser Trend scheint schon da zu sein, aber nachhaltig ist, wissen wir noch nicht. Das heißt allerdings auch, Sie brauchen die digitalen Strukturen dort, sprich Glasfaser und sowas. Ist das alles in der Schweiz schon am Berg? Muss man top ausgerüstet sein und wir sind sicher in der Schweiz die erste 5G ausgerüstete Alpendestination. Outdoor-Tourismus neu definiert und da schauen wir einfach mal 30 Kilometer weiter weg von Seefeld und sind in Innsbruck. Auch ihr habt jetzt eine neue Idee, wie man die Stadt Innsbruck und Outdoor zusammenbringt. Was steckt da dahinter? Naja, so neu ist die ja nicht, weil eigentlich Outdoor ist ja schon Innsbruck. Ich habe schon parallel mit Luxemburg gesehen. Wir sind ja eine sehr alpino-urbane Destination. Ich glaube, bei uns sind halt die Berge ein bisschen höher. Ja, also. dass der kommen musste, das war völlig klar. Aber das Produkt ist sehr ähnlich. Nein, ich glaube. Ich glaube, das ist einfach der USP, was Innsbruck hat. Und ich meine, Städtetourismus ist einfach sehr hart getroffen. Es sagen auch alle Studien, dass das am längsten dauern wird, bis sich das wiederholen wird. Und wir haben schon den Vorteil, jetzt auch im Vergleich zu anderen österreichischen Städten, dass wir uns schon seit Jahren nicht mehr als Stadt, sondern eigentlich als Innsbruck-Region vermarkten. Und zum Beispiel letztes Jahr haben wir im ganzen Jahr kein einziges Bild von der Stadt gezeigt, sondern nur von der Natur. Und immer mit der Zielsetzung, dass der Gast bei uns einfach länger bleibt. Das ist eigentlich die Hauptzielsetzung und das ist sehr schwer
vor allem für eine Stadt, weil dort geht ja die Aufenthaltsdauer seit Jahren zurück. Wir konnten aber die letzten 3 Jahre genau den gegenteiligen Effekt erzielen, weil wir eben ganz bewusst sagen, diese Kombination von diesem Berg mit dem gesamten Angebot, mit allem, was wir gemacht haben, mit einer Stadt, ist einzigartig. Und man kann nicht nur mal kurz am Weg vom Gardasee einen Stopp machen in Innsbruck, sondern man kann wirklich seinen Urlaub dort machen. Den kann man immer noch machen, also das ist ja kein Thema. Nur ich bin jetzt gleich gespannt, wie ihr es schafft, dass ihr die Leute dann länger bei euch haltet, was ihr da für Konzepte habt. Und wir sind eigentlich zack schon in unseren Themenblock 3 reingerutscht, nämlich Erlebnis- und Stadttourismus. Die vermeintlichen Verlierer der Krise haben wir es genannt. War das denn wirklich so? Fühlt sich Innsbruck als Verlierer? Ich würde nicht sagen Innsbruck, sondern überhaupt der Städtetourismus. Ich meine, er ist per se ein Verlierer, weil der Städtetourismus natürlich aus von sehr vielen unterschiedlichen Zielgruppen besteht, wo viele natürlich jetzt einfach weggefallen sind. Wir haben alleine in Innsbruck 55% der Gäste nicht deutschsprachig. Die werden vor 2022 nicht zurückkommen. Wir haben natürlich Kongressgäste, wir haben die ganzen Eventgäste, wir haben Geschäftstouristen, die jetzt über Teams und Zoom ihr Geschäft von zu Hause aus machen. Also das erholt sich alles erst viel später. Kongresse, was heuer gebucht waren, sind jetzt auf 2023 gebucht. Also das betrifft aber nicht nur Innsbruck, das ist für alle Städte so. Also ich sage Städte oder vielleicht auch Schiffsreisen oder andere, hat es einfach härter getroffen. Für Innsbruck insbesondere, was sehr positiv war, letztes Jahr im Sommer, wir hatten auch, ähnlich wie Seefeld oder andere, eine sehr gute Saison, weil wir eben es geschafft haben, neue Zielgruppen zu bekommen, die länger geblieben sind und die wirklich ihren Urlaub in dieser Region gemacht haben. Welche neuen Zielgruppen verbringen denn ihre Tage unter dem goldenen Dachel? Die jetzt unter dem goldenen Dachel nicht, das ist nicht so leicht. Nein. Also wir haben bewusst Aktionen in die letzten Jahre gesetzt. Manche waren auch ein bisschen unüblich, um eben die Aufenthaltsdauer zu verlängern. Ich sage mal, unter dem Produkt Exploring haben wir uns an den Großen, haben wir nach Paris geschaut, und man sagt, Paris in 3 Tagen mit vielen Wegen. Das haben wir auch in Innsbruck gemacht und gesagt, da gibt es nicht nur das goldene Dachel. Wir haben Wege gemacht, dass einfach man in der Stadt schon andere Stadtteile erlebt. Wir haben eine sehr gute Gästekarte eingeführt. Da gibt es wieder Parallelen zu Luxemburg. Wir sind nämlich auch die erste Landeshauptstadt in Innsbruck, wo der öffentliche Verkehr kostenlos ist, Thema Nachhaltigkeit, Anreisen mit dem Zug, sich frei bewegen, ganze Öffis in der Stadt kostenlos. Und wir belohnen die Gäste, die länger bleiben. Wenn sie 3 Nächte bleiben, können sie kostenlos noch mit Bergbahnen fahren. Das ist ein großer Anreiz, gerade jetzt, wenn vielleicht manchmal das Geld auch ein bisschen knapper ist. Und wir haben auch etwas gemacht, was ein bisschen exotisch in Tirol ist. Wir denken über unsere Regionen hinaus. Wir können auf eine kostenlose Gästekarte 65 Euro aufzahlen. Und ich habe Top 7 Attraktionen außerhalb von unserer Region. Seefeld. Da müssen wir noch eine suchen. vielleicht der Weinkeller. Nein, aber wir haben sowas wie Aachensee, Stubaier Gletscher, Elements, James Bond in Sölln, Aquadom, Kristallwelten. All das ist mit dabei. Nicht, weil wir sagen, liebe Gäste, fährt's raus aus dem goldenen Dachel, sondern weil wir einfach sagen, wenn etwas so greifbar nahe ist, bin ich überzeugt, dass ein Gast nicht in Tourismusgrenzen denkt, sondern der will was erleben und dass der eine Stunde irgendwo hinfahrt. Ich glaube, Sie tun sich im Winter ein bisschen leichter mit der Skiwelt Axamalitzum, wo Sie dahinter dann dran haben. Also, dass man sagt, okay, 3 Tage Skifahren, 3 Tage Stadt und dann noch ein bisschen drumherum. Wie sieht es im Sommer aus? Vielleicht auch, ich muss das noch ergänzen, im Winter haben wir es auch geschafft. Wir haben das einzige Produkt weltweit, wo 13 Skigebiete inklusive Gletscher plus City-Leistungen drinnen sind. Also mit dem Skipass kann ich die ganze Stadt nutzen. Zum Thema Sommer, ja, also wir haben noch mehr wie Seefeld, wir haben über 60% Sommertourismus, sehr, sehr wichtig für uns, also wichtiger eigentlich natürlich wie der Winter. Und da setzen wir auch, untypisch für eine Stadt, jetzt mal auf das Thema Relaxing. Wir wissen, dass von der ITB wieder aktuell der Haupttrend aktuell aus den deutschsprachigen Ländern ist, sich zu erholen. Was immer erholen ist, wir werden dann auch das in Ischgl hören, relax if you can. Also wir sagen auch, wir erholen uns, jeder braucht das anders. Ich glaube, wenn ich jetzt monatelang alleine im Homeoffice sitze, wichtig jetzt Rooftop-Bars, ich will Action, ich will shoppen, ich will unter Leute oder ich will Mountainbiken gehen oder ich will nur am Liegestuhl liegen, weil ich so gestresst bin. Wir wollen einfach aufzeigen, dass wir alles haben. Und wir gehen noch auf eine dritte Zielgruppe. Ich glaube, die passt auch gut nach Innsbruck. Das ist sicher noch eine Nische. Der Nariffa hat schon draufgesetzt, diese Workation. Das sind eben, ich dachte jetzt Surfer. Ich bin schon völlig erschrocken. Sonst kann man auch surfen am Inn. Ja, aber so ein bisschen, wie im Lachs gesagt hat, nicht nur die was in einem Zweitwohnsitz jetzt hier das verschieben, sondern wirklich die was sagen, ich bin draufgekommen, da wo ich eigentlich Urlaub mache, kann ich auch arbeiten. Und warum ich glaube, dass Innsbruck gut ist, weil ich habe trotzdem eine Stadt, ich habe ein Erlebnis und
nichts gegen die hinteren Täler, aber ich habe dann noch ein bisschen mehr, wenn ich vielleicht 3 oder 4 Wochen irgendwo sitze, dort arbeite und parallel Urlaub mache. Jetzt müssen wir den Andreas Steibel trotzdem gleich dazu holen, weil jetzt ist er zweimal angeschossen worden diesbezüglich. Nein. Habt ihr denn jetzt dann schon eine Kooperation bezüglich Skipass und sowas? Gilt das noch in Ischgl auch oder sagt man, wir haben unsere eigene Klientel? Ja, ich meine, das wissen wir eh alle, die natürlich sehr urban eingestellt sind, dass die anders denken. Nein, ich gebe da Karin total recht. Ich finde auch Innsbruck jetzt generell ist diese Mischung, diese alpine Stadt mit dem alpinen Erlebnissen, was man alles erleben kann, das ist sicherlich einzigartig, nicht? Aber trotzdem, Innsbruck ist das Tor zum Paradies ins Bad Znaun. Das muss ich sagen. Ja, ich merke, da ist so gleich die Übereinstimmung. Herr Professor, hat die Karin Seiler vielleicht zu ambitionierte Ziele, die sie sich da steckt, oder sind die wirklich realistisch, dass man sagt, man schafft eine Aufenthaltsdauer von 14 Tagen, oder? Ist das Ziel? 10? Nee. Eigentlich ist in der Stadt, waren wir bei 1,9, mittlerweile sind wir auf 2,3. Das ist schon ein großes. Und wo wollen wir hin? 2,5. Okay, also 14 realistisch. Tage ist 14 also 2,5 würde ich sofort unterschreiben, das ist realistisch. Ein Kollege von mir hat mal gesagt, die Aufenthaltsdauer verlängerst du, indem du den Gästen möglichst attraktive Hindernisse in den Weg stellst, damit sie nicht so schnell wieder abreisen. Das ist wahrscheinlich die Beschreibung dessen, was Sie uns gerade geliefert haben. Und wir müssen ja auch sehen, dass vor Corona der Städtetourismus einer der Marktsegmente gewesen ist, das sehr, sehr erfolgreich gewesen ist. Und wir haben da so überlagernde Prozesse, die eigentlich auch für den Städtetourismus sprechen. Also Stichwort beispielsweise demografischer Wandel. Da kommt eine wachsende Zielgruppe, die an Städten, an Kultur sehr interessiert ist, die früher eher den 3S-Urlaub am Mittelmeer verbracht hat, aber nicht mehr so weit reisen. Wichtig war das S. Bitte? Wichtig ist das S, 3S. Ja. Also 2,5 halte ich durchaus für realistisch als durchschnittliche Aufenthaltsdauer. Die von Ihnen genannten 14 Tage würde ich nicht unterschreiben. 14 Tage? Nein, 14 Tage sind für die was den Laptop mitnehmen und sagen, ich kann dort arbeiten. Ja. Ich arbeite und parallel am Abend gehe ich in die Stadt und am Wochenende gehe ich Mountainbiken. Ich habe das Gesamtprodukt. Das ist eine Nische momentan, aber ich glaube, Corona hat gezeigt, dass ich heute von überall aus arbeiten kann. Und da könnte man eigentlich umdenken oder zum Beispiel eine Familie fährt auf Urlaub, weil sie Sommerferien haben und der Mann sagt, ich fahre jetzt mit, wir bleiben länger, weil ich kann ja im Urlaub arbeiten. Wir haben ja Tirol jüngster Zeit ja auch mal ganz zugehabt, also da war es ja richtig restrikt, die Corona-Maßnahmen, was natürlich eine Klientel von euch abgehalten hat, nämlich Deutsche. Der kleine Grenzverkehr war ja nicht möglich. Mehr braucht es da jetzt Überzeugungsarbeit, um diese Klientel wieder für sich zu begeistern, zu sagen, hey, traut euch. Also viele Studien deuten darauf hin, wenn es jetzt aufgeht im Sommer, dass Österreich und insbesondere Tirol sehr hoch im Kurs ist, dass die Leute wieder kommen werden. Herr Schmude? Ja, also der grenznahe Bereich auf jeden Fall. Also die Leute, Deutschland ist ja also das klassische Land des Outbound-Tourismus. 2/3 der Haupturlaubsreisen ging ins durchaus entferntere Ausland, nach Spanien, Italien, Österreich, streitet immer mit der Türkei um den Platz 3. Und da haben wir im letzten Jahr gesehen, dass das grenznahe Ausland sehr stark profitiert hat. Das wird auch noch sicherlich 2021, 2022 zu spüren sein. Und jetzt bin ich gespannt, Andreas Steibel, wenn die Grenzen wieder aufgehen, wie wird die Resonanz auf Ischgl sein? Was glaubt ihr? Also, ich meine, grundsätzlich, vielleicht darf ich zum Herrn Professor etwas sagen. Es gibt ja Marktforschungen jetzt vor allem in Deutschland. Das ist ja von uns dreien jetzt natürlich auch der wichtigste Quellmarkt und die sind eigentlich sehr, sehr positiv. Ja. Ja, und auch jetzt im Sommer sogar schon, wenn es natürlich auch die Bedingungen es zulassen, aber auch was Tirol betrifft in Zukunft, also ganz stark auch, also ich bin da sehr, sehr optimistisch. Was uns betrifft in Ischgl, ich denke schon, also dass wir wieder zum sage ich einmal, zur Hochform kommen werden, weil wir natürlich letztes Jahr, ich meine, es handelt sich ja
eine Pandemie von letzten Jahr und ist nach wie vor noch vorhanden. Und diese Pandemie ist ja weltweit und uns hat es tatsächlich letztes Jahr als, ich sage jetzt einmal, als erster wirklich hart getroffen und kann man fast eigentlich gleichstellen mit einer Naturkatastrophe wie ein Tsunami. Also es ist alles. Ich wollte gerade sagen, es ist ja medial und politisch eine Dampfwalze über euch hinweggerollt, die ja alles an Image und was ihr hattet, eigentlich erstmal alles zunichte gemacht habt. Wie seid ihr da wieder aufgestanden? Ja, zuerst muss man natürlich sagen, klar, es ist natürlich einer der bekanntesten Wintersportdestinationen in Europa. Und das ist natürlich das Interesse natürlich extrem seitens der Medien. Was uns natürlich vor allem wir jetzt, den Einheimischen, natürlich auch sehr getroffen hat. Und es war wirklich eine sehr herausfordernde Zeit und auch eine sehr schmerzhafte Zeit, dieses mediale Bashing gegen uns. Denn es sind sehr viele Vorurteile damals gleich nach dem Monat März uns vorgeworfen worden, die dann überhaupt nicht im Laufe des Jahres bis Ende des Jahres, hat es ja dann auch eine Kommission gegeben, überhaupt nicht haltbar war. Also wir sind in ein Vorurteil gekommen, das eine Vorverurteilung war und das hat uns wirklich in dieser Form hat uns das wirklich also sehr geschmerzt und das war auch dann nicht mehr auch haltbar. Und aber meistens ist es immer so, dass natürlich dann spätere Zeit immer alles dann anders ist. Also wenn wir jetzt mal Markenpopularität Ischgl, euch kennt inzwischen jeder und ihr habt aber jetzt euch da nicht irgendwie verkrochen, sondern ihr habt eine neue Liebe entdeckt, den Sommer. Den habt ihr ja völlig aus den Augen verloren gehabt mit eurem Erfolg im Winter. Naja, also zuerst möchte ich da etwas schon noch was anschließen. Wir haben natürlich aus diesen Erfahrungen letztes Jahr gelernt, nicht? Also das muss man mal ganz klar sagen. Und das so, wir haben gesagt, okay, das ist jetzt uns damals passiert. Das hätte jedem passieren können. Und wir haben dann wirklich ein Gesundheitsmanagement entwickelt im Laufe der Sommersaison, wo wir auch wirklich sehr, sehr gut vorbereitet waren, nämlich weit über den behördlichen Auflagen gelegen ist. Wir waren wirklich für den Winter sehr, sehr gut vorbereitet. Wir haben aber trotzdem diesen Winter keinen einzigen Skisaison gehabt, also das muss man auch sagen. Das war eigentlich auch ein Zeichen nach außen, dass wir gesagt haben, so, wir übernehmen für unsere Gäste die Verantwortung, das Höchste an Priorität ist die Gesundheit und dieses Gesundheitsmanagement unter anderem ja auch, wie du schon gesagt hast in der Einleitung, wir wollen eine der sichersten Destinationen sein und das ist auch jetzt für den Sommer. Der Sommer ist eine große Chance. Also ich sehe immer, aus jeder, sage ich jetzt mal, Katastrophe oder unter Anführungszeichen eine Krise, eine Chance. Und wir werden jetzt den Sommer auch jetzt in den Fokus stellen, weil wir auch glauben, gerade auch schon unsere, also meine Freunde, auch schon der Outdoor-Bereich natürlich ein ganz großes Thema post-Covid sein wird. Ist der Sommer dann vielleicht für euch sogar sowas wie ein Trainingslager wie für den Winter, wenn dann wahrscheinlich auch wieder viel, viel mehr Touristen durchs Tal zu euch auf den Berg auf den Weg machen werden? Ein Trainingslager zum Sicherheitskonzepte zu testen, funktioniert das alles so, wie wir uns das vorstellen? Vielleicht darf ich sagen, wir haben zurzeit keinen einzigen Infizierten in Ischgl und das schon seit Wochen lang nicht. Wir werden mit Sicherheit jetzt im Sommer schon unsere Maßnahmen, die wir für den Winter schon geplant gehabt haben, umzusetzen, werden die teilweise natürlich mit einem minimaleren Aufwand und Frequenzen auch weiterhin testen für den nächsten Winter, wobei ich glaube, dass der nächste Winter sicherlich jetzt nicht in eine Normalität kommen wird, gleich wie pre-Covid, aber ich denke, es wird eine ganz starke Erleichterung für uns zukommen. Jetzt habt ihr ja vielleicht sogar einen ganz großen strategischen Vorteil, weil ihr habt nur eine einzige gegenüber Innsbruck, ihr habt nur eine einzige Zufahrtsstraße, die da hochgeht. Also könnte man ja eigentlich im Vorfeld schon durch Testung perfekt für eine Covid-freie Zone sorgen.
Ja, also wir waren in diesem, unserem Gesundheitsmanagement, letztes Jahr waren wir die Ersten, was gesagt hat, man darf nur nach Ischgl, wenn man einen Test vorweist. Also das sind wir auch sehr mit großen Augen angesehen worden, aber das würden wir nach wie vor natürlich durchziehen, wobei ich glaube, es wird ja auch einen sogenannten grünen Pass geben, es wird also auch eine Zweierstrategie geben, das werden wir natürlich auch in Ischgl ganz massiv auch dem nachgehen. Die Betriebe sind sehr, sehr gut vorbereitet, was das betrifft. Und ich glaube, also bin da schon sehr optimistisch, was dann auch die Durchimpfung für den nächsten Winter betrifft. Herr Schmude, was trauen Sie Ischgl zu? Das große Comeback, Phönix aus der Asche? Verzeihen die Leute sofort diese negativen Schlagzeilen? Vergessen die Leute, besser gesagt, verzeihen sicherlich, vergessen ja, die Leute? Den Touristen wird ja immer so ein kurzes Gedächtnis zugeschrieben. Wir kennen das aus der Vergangenheit, wenn dort Katastrophen passiert sind. Die waren aber nie global und auch nicht über so lange Zeit. Also ich spreche jetzt von Terroranschlägen, von Naturkatastrophen, die punktuell aufgetreten sind. Jetzt nach Covid wird der Gast nicht so schnell vergessen, was er über Monate, mehr als ein Jahr, mehr oder weniger jeden Tag in den Nachrichten gesehen oder gelesen hat. Auf der anderen Seite, und das spricht dann wieder für die Destination, jede Destination, die ein Alleinstellungsmerkmal hat, und Ischgl würde ich so ein Alleinstellungsmerkmal durchaus zuschreiben, hat natürlich auch seine Zielgruppe. Und diese Zielgruppe ist unter Umständen sehr treu. Also ich glaube, ich habe vorher gesagt, der Stammgast verliert an Bedeutung, aber die Zielgruppe, die nach Ischgl kommt, glaube ich, die kommt relativ schnell wieder zurück. Glaubt ihr? Ja, ich bin vollkommen der Meinung von Herrn Professor. Wir dürfen zu unseren Stammgästen eigentlich Fans sagen. Ja, also ich wollte das Wort nicht in den Mund nehmen. Ja, wirklich, ich sage, wir dürfen es. Und das soll jetzt wirklich nicht in irgendeiner Form überheblich sein, sondern wir dürfen sie wirklich als Fan nennen, weil sie identifizieren sich mit einer, wie in der Konsumgüterbranche, mit einer extrem starken Marke. Es ist vieles parallel, wenn man sich 2004 Tsunami Karl Lag ansieht und auch New York oder Kairo. Also alle dort diese Destinationen, die sehr beliebt sind und als sehr starke Marke im Tourismus wahrgenommen wird, die haben relativ eine sehr schnelle Erholung. Und das hoffen wir natürlich auch schon alleine. Wir haben 75% Stammgäste oder, wie Sie gesagt, also auch Fans. Kommt natürlich sofort, die Frage musste kommen hier von den Journalisten. Rechnen Sie im kommenden Winter schon wieder mit einer Großveranstaltung mit Publikum, Top of the Mountain Konzert? Werden wir wahrscheinlich behördlich nicht bewilligt bekommen, wird wahrscheinlich nicht der Fall sein. Wenn es möglich ist, in einer kleineren Form, dann werden wir natürlich überlegen, ob wir so etwas machen. Ist ja auch ein USP von Ischgl. Wie schaut es mit der Vierschanzentournee aus? Ist auch eine Frage hier. Ich meine, das ist noch ein bisschen weiter weg, aber... Ja, vorher kommt noch der Davis Cup jetzt zu uns. Nein, der Vierschanzentournee wird stehen. Wir haben jetzt eigentlich Events, die was jetzt viel schneller kommen, wie eben Crankworx und so. Da wird's jetzt aber was ist beim Davis Cup Tennis? Schon wieder mit Zuschauern? Nein. Das ist im November, ja, also in der Olympia World. Es wird halt so ähnlich wieder die Hälfte nur oder viel weniger, aber es... Wären, so wie letztes Jahr, Großveranstaltungen, entweder sind es die Geisterveranstaltungen, dass sie stattfinden für die mediale Übertragung, wie auch die Vierschanzentournee, aber die wird sicher wiederkommen. Ja. Herr Schmude, Sie sollen bitte noch schön schnell einordnen. Österreich, Sommer- und Wintergast sind zwei verschiedene Spezies. Funktioniert das mit der Belebung des Sommers in Ischgl? Ja, also ich habe Ischgl auch bisher im Sommer wahrgenommen, etwa mit der Mountainbike Arena. Also da gibt es schon. Die ersten wart ihr sogar, oder? Oder einer der ersten? Wir waren eigentlich einer der ersten, ja. Mit dem Hans Rey, ja. Also da gibt es schon eine Zielgruppe, die auch im Sommer da ist. Und ich gehe davon aus, dass wir im Sommer 2021 einen ähnlichen Reisesommer haben werden wie im Sommer 2020. Das heißt, die Nahdistanz wird ganz stark wieder profitieren. Und insofern wird, glaube ich, ganz Tirol auch vom Quellmarkt Deutschland dort wieder überwiegend aus Bayern stark nachgefragt werden.
Wir kommen gerne. Also es ist, also an uns liegt es nicht. Also an dem soll es jetzt nicht scheitern. Urlaub, Sie sinken in den Sessel, sind die Einzige, die davon jetzt nicht profitieren wird. Fernurlaub, wie weit gehen eure Gedanken voraus? Seid ihr ready, wenn es soweit wäre? Wir sind total sowieso ready. Ich meine, der Tourismus in Tasmanien und in Australien funktioniert ja. Es sind ja Hotels offen, es ist ja das normale Leben in Australien, Tasmanien möglich. Es ist nur, dass wir momentan, dass die Grenzen geschlossen sind. Wir sind ready, wir wissen auch, wie wir es promoten möchten. Wir denken auch, dass, ich habe es vorhin gehört, klar, erstmal wahrscheinlich Urlaub in Deutschland, aber dass es wirklich, es gibt so eine Community, die Australien-Fans, die warten nur darauf, dass die Grenzen wieder offen sind, und die setzen sich auch 25 Stunden ins Flugzeug für so eine tolle Destination. Wir wollen noch eine kleine Diskussionsrunde untereinander, nachdem jetzt jeder auch so seine Thesen mal hier und seine Erfahrungen und auch Konzepte für die Zukunft dargebracht hat, über Themen sprechen wie Klimawandel. Betrifft uns alle, wird uns alle betreffen, auch in nächster Zukunft. Schnee wird weniger, kommt zu einem anderen Zeitpunkt, wie wir jetzt auch heute gemerkt haben. Draußen in Seefeld haben wir was, 20 Zentimeter Neuschnee, sowas. Also die Skisaison beginnt gerade hier im April. Wie ist Thema Klimawandel, Tasmanien, da habe ich auch wieder mal gar kein Gefühl. Wie geht man in Tasmanien, Australien um damit? Ja, da bin ich jetzt, wie groß ist das schon ein Thema? Ich meine, ihr habt jetzt dann demnächst Herbst, Winter. Gibt es einen Winter in Tasmanien? Natürlich gibt es einen Winter in Tasmanien. Ja. Es gibt auch schon den ersten Schnee. Da muss man dann gleich dazu sagen, dass es in Tasmanien ein bisschen anders ist als hier, weil der Schnee kam extrem früh, und bei uns ist es ja, wenn er früh kommt, oh Gott, es ist schon Winter. In Tasmanien ist man begeistert, dass der erste Schnee gefallen ist. Es gibt aber auch nicht so diese Skisaison wie bei uns. Es ist dann eben Winter, Langlauf draußen sein, den Schnee genießen. Es ist aber nicht so, dass es gravierend sich bisher geändert hat. Also Ischgl entdeckt den Sommer neu, Lachs geht auch immer mehr auf den Sommer. Ist das auch jetzt demografisch und alles mal gedacht, euer Zukunftsweg auch zu sagen, hey, wir müssen jetzt da die Gedanken vermehrt auch bezüglich des Klimawandels auch wieder mehr drauflegen? Ja, post-Covid ist es natürlich so, dass es die erdgebundenen Märkte, die Nahmärkte für uns natürlich alle interessant sind. Das ist ganz klar. Natürlich durch diese Situation, diese Erlebnisse, die sind ja dramatisiert in urbanen Einzugsgebieten, dass man sagt, okay, jetzt will man Outdoor, jetzt hat man Sehnsüchte, man will die Natur, man will sportaktiv sein, und so denke ich, sind wir generell jetzt auch in Tirol, da glaube ich, ganz gut aufgestellt. Lachs? Ja, ich glaube auch, also ich würde nicht mal von Sommer und Winter sprechen, ich würde von vier Jahreszeiten sprechen. Wir haben jetzt zum zweiten Mal nacheinander die Zwischensaison abgeschafft bei uns und direkt jetzt vom Winter nahtlos in den Frühling gewechselt. Es drängt sich auch auf. Wir haben von der Rheinschlucht bis zum Gletscher eigentlich alles zu bieten, und entsprechend, was im Winter Gefahren sind mit dem Klimawandel, sind im Sommer natürlich Chancen, und das Verhalten unserer Kunden zeigt, dass sie das ganze Jahr Lust auf Outdoor haben, auf das, was man in der jeweiligen Jahreszeit anbieten kann, und da setzen wir voll darauf. In Österreich hat man immer so im Oktober nochmal einen Monat zugemacht, bevor es richtig losgegangen ist. Kann man sich das heutzutage noch leisten? Leistet ihr euch das noch? Jetzt post-Covid oder auch vor Covid? Also im Normalbetrieb? Also die Sommersaison wäre normal im Juni gestartet, aber alle Betriebe sind bereit. Sie haben gesagt, sie hätten auch jetzt Anfang Mai schon geöffnet oder Ende April, also sobald es geht. Und das ist eine schöne Trendwende, dass man sagt, okay, es gibt keine Vor- und Nachsaison, es geht grundsätzlich durch. Umgebaut sollten jetzt alle haben, jeder genug Zeit gehabt, seine Hausaufgaben zu machen. Also gibt es nur einen Weg, jetzt Vollgas nach vorne und jeden Tag nutzen. Und ob das jetzt mehr Sommer- oder Winterlastig ist, je nach Destination eigentlich unproblematisch, passen muss es zur Region und langfristig funktionieren. Und ein Thema, das da natürlich dann einhergeht damit, ist natürlich Overtourism, gell? Also das darf man auch nicht vergessen. Da nickt sofort Innsbruck. Ja, wir hatten vorher wirklich schon für 2020 Budget zum Thema Tourismusgesinnung und Overtourism budgetiert gehabt. Also wir hatten
echt. Für welche Projekte oder wo? Naja, es war jetzt nicht vergleichbar mit Barcelona oder Venedig, aber es kam schon auf, dass es gewisse Monate gibt, wo Einheimische sagen, ich kann nicht mehr in die Altstadt gehen, es ist zu voll, man möchte gewisse Großprojekte nicht mehr. Stichwort, wir hatten ja 3 Weltmeisterschaften in 6 Monaten, da gab es dann auch die Gegentendenz, wir wollen nicht mehr so große Sportveranstaltungen. Also es war nicht beim Kippen, aber das Thema wurde schon sehr, ja, man hatte es im Radar. Und man musste einfach da überlegen, wie man Projekte auch macht. Und jetzt eigentlich mit Corona war unser Ansatz schon, dass man davon ausgehen kann, dass jetzt eigentlich Tiroler oder Innsbrucker merken, was hat man eigentlich vom Tourismus. Also wenn man jetzt bei uns durch die Altstadt geht, schaut es nicht mehr so toll aus. Sehr viele Geschäfte haben geschlossen, sehr viele Lokale haben geschlossen. Und ich glaube, man merkt jetzt schon auch als Innsbrucker, dass, wie die Wertschöpfung ist in einer Stadt, wenn Gäste da sind oder wenn keine Gäste da sind. Ist das in Luxemburg ähnlich? Also wir hatten das Thema Overtourism bei uns nicht. Es war kein Kommt dann, wenn Sie so weitermachen, kommt das, wenn Sie so weitermachen. Das ist tatsächlich zum ersten Mal aufgefallen 2020, als nämlich sich auf den Wanderwegen die, ich sag mal, richtigen Wanderer mit den richtigen Schuhen und die anderen begegnet sind. Das ist, glaube ich, eine der größten Herausforderungen, die Produktqualität zu sichern, wenn eben neue Zielgruppen aufeinandertreffen. Das haben wir gesehen in 2020 und da haben wir auch unsere Lehren rausgezogen, weil das waren erste Anzeichen, Gott sei Dank nicht wie in anderen Städten, wie in Amsterdam oder ähnlichen, wo also das Kind teilweise schon in den Brunnen gefallen war. Aber welche Lehren waren das? Also was habt ihr dann anders gemacht? Das ist vor allen Dingen jetzt im Zuge der Digitalisierung eine ganz stringente Touristenführung. Das heißt, wir schlagen also mit dem System, das ist ein bisschen automatisiertes Lernen natürlich auch im System selbst, eben Sachen vor, wo wir davon ausgehen, dass dort das Touristenerlebnis das Beste sein wird, also nicht auf Massen zu treffen. Da kann schon mal sein, dass einen Tag wird der eine Weg eben nicht empfohlen. Das ist aber eben, setzen wir auf digitale Unterstützung. Wie sieht das in Seefeld aus? Also ich kann mich erinnern an Bilder aus Garmisch-Partenkirchen, das waren dann teilweise Ameisenstraßen von Tourengehern, die sich, nachdem wir ja keine Lifte offen hatten, sich da den Berg hochgeschlängelt haben. Was habt ihr für Erfahrungen diesbezüglich auch gemacht? Also dieser neuen großen Anzahl? Overtourism, ganz ehrlich, wenig Berührungspunkte bei uns, weil wir einfach ein sehr Hochplateau auf 3 Seiten offen, 3 Himmelsrichtungen erschlossen, überall wunderschöne Täler, der Alpenpark Karwendel. Größter Naturpark Österreichs vor der Haustür und so vielfältige Sportmöglichkeiten, die einen gehen golfen, die anderen gehen zocken ins Casino, die anderen bleiben im Wellnessbereich, viele gehen wandern und eben wandern, langlaufen, biken, da gibt es ganz wenig Nadelöhr, muss man ganz ehrlich sagen. Wie war es bei euch zu Vor-Corona-Zeiten und habt ihr das auch schon als Thema gesehen, vor allem in den starken Zeiten, wo halt dann wirklich der Ort richtig voll war? Oder ist man da, hey cool, endlich ist wieder Leben in den Straßen. Also, ich meine, ihr habt ja zum Beispiel auch diese Ski, ihr habt ja auch eine ganz interessante Methode gefunden, das Skistiefelverbot, um das auch wieder ein bisschen zu kanalisieren, denke ich, oder? Ja, das Skischuhverbot vor 4 Jahren, das war ein Teil einer Qualitätsoffensive, das sehr gut angenommen worden ist und auch gut funktioniert hat. Und das wird sicherlich auch in Zukunft so sein. Also wir wissen sicher, dass wir manche Angebotsprodukte, dass wir da noch besser werden können. Also das ist sicherlich auch, was die Qualitätsoffensive, was ja auch in Verbindung mit einer Marke auch immer wieder hinterfragt werden muss, ganz auch wichtig ist. Was den Obertourismus betrifft, ich bin da sehr vorsichtig mit dieser Nennung. Ich glaube, wenn man jetzt überall eine Befragung macht, auch bei dir in Innsbruck oder auch sogar in Hallstatt oder auch bei den Venediger, außer jetzt die großen Dampferschinackeln, glaube ich, gibt es sehr vieles, die jetzt ein bisschen anders denken, weil der Beweis jetzt in diesen einen Jahren oder eineinhalb Jahren ist schon sehr wohl, also es geht nicht nur um die Touristiker, sondern auch das, was noch alles indirekt dann dran im Rattenschwarz hinten anhängt. Gell? Also wir natürlich in den Täler, wir leben nicht 100% vom Tourismus, wir leben 110% vom Tourismus. Aber wenn ich mir jetzt noch anschaue, das geht jetzt bis ins Unterland, ja, also von der Bäckerei bis zur Kfz, zum Spengler oder zum Tischler, die hängen alle indirekt mit und das ist also gerade in Österreich, wo der Tourismus wirklich eine ganz starke Bedeutung hat, glaube ich, wäre das jetzt wieder eine Diskussion, die man neu aufrollen müsste, als wie jetzt vor Covid, weil da war das natürlich schon der Böse und das Schlechte war nur der Tourismus. Und da wurde auch sehr, sehr viel schlecht geredet. Haben Sie die Feststellung auch gemacht? Ja,
Ich bin überzeugt, Overtourism und alles, was damit zusammenhängt, wird uns die nächsten Jahre nach Covid wieder sehr stark beschäftigen und durchaus nicht nur im städtischen Raum. Im Zusammenhang mit Overtourism fällt immer Barcelona, Venedig. Wir haben Overtourism auch im ländlichen Raum. Wir haben das im letzten Jahr auch in Bayern gesehen. Es gab Proteste am Tegernsee, am Walchensee. Und wir haben eigentlich zwei Probleme. Das eine ist der Konflikt zwischen den Touristen und den Einheimischen und zum anderen aber auch der Konflikt zwischen Touristen selber. Also wenn das touristische Erlebnis unter den anderen Touristen leidet, die anderen sind ja immer die Touristen, man selber ist nicht der Tourist, dann haben wir da ein zweites Konfliktfeld. Und insofern wird uns das in Zukunft sicherlich beschäftigen. Das Problem ist durchaus lösbar, also Lenkung von Touristen ist ja ein ganz großes Stichwort, auch im Zusammenhang mit Digitalisierung. Da muss man vielleicht auch ganz selbstkritisch sagen, dass hat die Tourismuswirtschaft und Tourismuswissenschaft vielleicht die ein paar Jahre verschlafen, da frühzeitig dieses Problem zu erkennen und aufzugreifen. Aber ich kenne unzählige Projekte, wo gerade jetzt daran gearbeitet wird, um das in Zukunft in den Griff zu kriegen. Das sind Wenn Sie sagen, Sie arbeiten an Projekten, haben Sie da vielleicht ein Beispiel? Was ist so eine Idee? Der Ausflugsticker in Bayern beispielsweise, wo man versucht, über eine App in Echtzeit Touristenströme zu lenken. Und ein Kollege hat das vorher gesagt, nicht erst, wenn der auf dem Parkplatz steht, sondern der Tourist wird quasi daheim schon abgeholt. Ne? Das habt ihr schon lange, oder? Das haben wir, ja. Entschuldigung. Nein, wer hat es erfunden? Es geht nicht darum, wer es erfunden hat, aber es ist tatsächlich so, dass es digital relativ einfach ist. Also wir haben den Verkauf von Tagestickets nur noch online angeboten und dadurch haben wir natürlich alle Möglichkeiten, den Verkauf auch zu limitieren. Es wurde heute schon angesprochen, Preis-Leistungs-Verhältnis muss stimmen. Der Gast ist bereit, einen hohen Preis für ein super Erlebnis zu bezahlen, aber dann muss das Erlebnis auch gut sein. Und um die Qualität hochzuhalten, haben wir entschieden, dass wir an den Orten, wo es gefährlich werden könnte mit dem Empfinden des Gastes, dass wir dort Limitierungen vorsehen. Haben wir am Badesee genauso gemacht wie im Skigebiet und das hat sich Alternativen dann möglichst. Klar, Nennung von Alternativen, auch vielleicht Leute, die nicht am Wochenende Skifahren müssen, auch unter der Woche Anreize zu geben, dass sie dann kommen und so weiter. Also da gibt es dann viele Möglichkeiten, aber die Basis ist die Digitalisierung. Wenn ich nicht online verkaufe, dann fahren sie 2 Stunden an den Schalter und bekommen da kein Ticket mehr, das geht natürlich nicht. Also ich denke, aber auch da spielt natürlich auch die Öffnung zur digitalen Welt eine große Rolle, die natürlich in den letzten 12 Monaten ganz andere Ausmaße angenommen hat. Also schon alleine durch Homeoffice, wo viele Firmen erstmals für sich entdeckt haben, die es wahrscheinlich erst in 10 Jahren entdeckt hätten, wenn jetzt das nicht gewesen wäre. Overtourism in Weißbronn? Also ich würde eben von Hotspot-Ereignissen oder Hotspot-Punkten sprechen. Overtourism ist ein schwieriges Wort, ja, also weil einfach die Dimension in weltweit, also da darf man nicht mit zweierlei Maß messen. Aber klar, ich glaube, was auch Digitalisierung als Schlagwort jetzt genommen wird, vor Covid habe ich immer gesagt, na gut, wir brauchen ja nicht Digitalisierung machen, um des Digitalisierungswillens zu sagen, hey, ich habe eine tolle App und so, das bringt nichts. Digitalisierung ist letztendlich ja nur ein Mittel, was zum Nutzen des Gastes, nicht nur des Gastes, sondern des Menschen wird. Und wenn der Nutzen nicht erkannt wird, dann bringt mir das alles nichts. Also nicht das Tool macht die Intelligenz, sondern das, was als Konzept dahinter steht. Und dann ist eine digitale Kommunikation dann oft ein Mittel zum Zweck. Also wir werden jetzt für die ganze Nationalparkregion, wir haben uns mit 27 Gemeinden ja zusammengeschlossen, rund um den Nationalpark auch ein intermodales Routing machen, das eben auf so einem Routing nicht nur die schnellste, die schönste Strecke ist, sondern eine Strecke mit Unterbrechung. Ja, das heißt, wenn ihr sagt, okay, deine errechnete Ankunftszeit ist um 14 Uhr, da ist aber im Infozentrum am meisten los, steig doch vorher aus und mach noch eine Wanderung. So, das ist gar nicht so einfach, letztendlich so ein POI, ja, die Kollegen wissen, von was ich da spreche, sondern eine Wanderung sozusagen in ein Routing mit einzubauen. Aber darin liegt der Schlüssel. Ja. Ist natürlich auch ein bisschen immer abhängig von der Zielgruppe oder von den Gästen, die halt dann jeder so hat. Das ist ja auch unterschiedlich in den einzelnen Destinationen. Ich sage mal, eine sehr junge Generation war auch immer in Ischgl unterwegs. Da wird das Thema Digitalisierung schon von hier, ne?
Ja, würde ich nicht sagen, jung gebliebene. Achso, Entschuldigung. Ja, stimmt, wir sind ja auch noch dort. Also insofern, aber auch das anzunehmen, habt ihr da auch schon mit der digitalen Welt eure frühen Erfahrungen gemacht? Wir sind da eigentlich sehr stark unterwegs. Also, für uns ist es aber jetzt nicht, was den Overtourismus betrifft, sondern es ist für uns eine Serviceeinrichtung. Also es ist eine soll eine Serviceleistung sein. Vielleicht noch ganz kurz mit dem Overtourismus. Die Problematik ist natürlich jetzt gerade, was uns betrifft, unser Business, nämlich perfekte Bedingungen für Skifahrer zu liefern, muss natürlich auch ein bestimmtes ökonomischer Erfolg da sein, dass natürlich diese ganzen Sachen auch finanziert werden müssen. Ja? Und Qualität kostet auch Geld, ja? Das ist ganz klar. Aber das kriegt man natürlich nur zu einer bestimmten Anzahl auch von Frequenzen. Also da muss man auch ein bisschen, das ist auch eine Challenge, hier da die Balance zu halten. Wir haben diesen Talk und diesen heutigen Nachmittag auch ein bisschen so unter das Motto gestellt, wo geht die Reise hin? Und ich denke mal, da würde ich jetzt auch gerne den Bogen, den Schlussbogen spannen, dass da jeder von Ihnen gerne mal so den Blick in die Glaskugel wagt. Natürlich kann man es in der derzeitigen Zeit sehr schlecht sagen, weil man nicht weiß, wie es weitergeht. Trotzdem hat ja jeder so ein bisschen ein Gespür, dass sich da was gewandelt hat und wo die Reise hingeht. Ja. Vielleicht. Vielleicht. Ja, wir dürfen jetzt einfach mal Wünsch dir was spielen. Hoffnungsvoll, ja, genau. Ja? Naja, ich sehe schon jetzt, dass die Leute, man sagt ja, oder wenn ich jetzt mal mich selbst nehme, bitte. Ich denke, ich möchte einfach irgendwo hinfahren, mir mehr Zeit nehmen, nicht mehr diese hierhin fotografieren. Und dann kommt auch wieder die Fernreise mit dazu. Ne? Wir waren jetzt über ein Jahr, ich sag mal, eingesperrt, also Deutschland oder eben hier in Europa, Deutschland nah. Und ich glaube schon, dass wirklich die Leute irgendwann, es kann sein, dass das erste Jahr wirklich in Deutschland Urlaub gemacht wird, aber dass man wirklich so dieses Gefühl hat, ich mag einfach weg, ich mag in die Ferne, ich mag einfach in eine andere Kultur, fehlt mir jetzt momentan auch sehr. Und dass man dann eben auch wirklich Destinationen aussucht, die da zu einem passen, zu seinen Bedürfnissen passen. Ich hoffe sehr, es ist Tasmanien. Aber einfach, dass es diese passende Reise, dass man die auch wieder machen wird, trotz der ganzen Corona-Einschränkungen, die es auf der Reise sicherlich weiterhin geben wird, also schon allein von der Flugreise. Aber es ist einfach diese Langsamreisen, runterkommen, weg von diesem Alltag, den wir hier haben, weg von unseren Problemen, die wir hier innerdeutschland oder innereuropäisch haben und einfach einen ganz anderen Horizont auch. Die Sehnsucht besiegt die Angst? Sind Sie auch der Meinung? Also die Angst, ich sag mal, war in der Form ja gar nicht da. Wir haben ja gesehen, die Leute haben nach wie vor nach Reisen gesucht, sind super inspiriert, auch von den Sachen, die sie gefunden haben. Das heißt, das Interesse war da und das, denke ich, ist auch, sollte uns auch als Reisebranche jetzt nicht vollkommen desillusioniert in die Zukunft blicken lassen, weil die Menschen möchten reisen, sie suchen nach Reiseerlebnissen, sie wissen auch relativ genau, was sie möchten und da ist es eigentlich gerade egal, wo es ist. Das heißt, das ist eben gerade auch die Chance für vielleicht unbekanntere Destinationen. Und ich glaube, es sind zwei Stichworte, die wichtig sind. Das eine ist die Wertigkeit des Reiseerlebnisses. Die Reise bekommt wieder einen Wert. Wir hatten ja bis 2019 bei eines der erfolgreichsten, wenn nicht das erfolgreichste Jahr, eine gewisse Inflation von Reiseerlebnissen. Das, denke ich, ist in gewisser Weise gebrochen, zumindest rückgeschraubt und eine gewisse Einfachheit des Reisens. Und da kommt auch dann eine Destination wie Luxemburg ins Spiel, wo wir eben sagen können, es ist eben nah bei, du musst nicht die große Reise machen. Ich glaube, es ist beides. Aber eben, wie gesagt, ich glaube nicht, dass es der Power-Tourismus sein wird wie 2019. Das braucht noch ein paar Jahre und da hat die Branche Zeit und Luft, sich etwas intelligenter aufzustellen. Wohin geht die Reise in der Schweiz? Ja, ich glaube, vieles lag schon auf dem Tisch in der Diskussion. Das muss ich nicht wiederholen. Ich denke auch, das Gesundheitsbewusstsein wird bleiben oder vielleicht im Moment noch Sicherheitsbewusstsein. Ich würde dann auf Gesundheitsbewusstsein gehen. Man möchte ein smartes Erlebnis haben. Also alles, was uns die Smartphones gelernt haben, das wird weitergehen und wir werden einfache Erlebnisse, also nicht das Erlebnis soll einfach sein, sondern das Erreichen des Erlebnisses soll einfach sein. Und was ich auch glaube, ist, dass das Erlebnis wieder seinen Preis haben darf. Also es geht in die Richtung, wie du es gesagt hast, also das Inflationäre, das billige Reisen, das nicht mehr Luxuspreise für Luxus zu bezahlen, das wird wahrscheinlich vorbei sein. Wird die Bereitschaft dann auch da sein, mehr zu bezahlen in der Zukunft? Vielleicht seltener Urlaub zu machen, aber dafür intensiver? Und auch
teurer? Dann gerne mal. Teurer ist, ich würde es mal sagen, seinen Preis wert. Ja, also das ist etwas. Also ich glaube, es wird eine Verschiebung geben in Richtung, wir unterscheiden da zwischen äußerer und innerer Tourismuswelt, also zu der inneren Tourismuswelt. Ich finde auch, das ist ein bisschen blöd vielleicht in der Runde, ich finde den Begriff Tourist auch so, es geht letztendlich geht's um Mensch, ja? Also so nicht um einen Tourist. Gast, nennen wir ihn Gast. So, ja, es geht aber nicht nur um den Gast, es geht auch um die Menschen, die hier vor Ort sind. Also wir sind ja als Einwohner einer wunderschönen Region genauso sozusagen Erleber und Erfahrer dessen, was wir gestalten. Also wir gestalten als Touristiker ja viel mehr den gesamten Lebensraum und Erlebnisse. Und die innere Tourismuswelt oder diese Welt meine ich damit, dass mich Dinge mehr berühren. Ja, und es ist nicht nur ein schneller Konsum von irgendwas, ich gehe auf den Turm hoch und sage, oh, schöner Blick und gehe dann wieder runter, sondern es ist eher das Eintauchen in dann ein Erlebnis. Es kann auch auf einem Turm sein, ja, aber wenn das der Turm nicht erreicht, dann ist es so. Ja, ich glaube, das ist in einem Hotel genau das Gleiche. Wäre das da diese, ich sage jetzt mal, pauschalen Billigflugtourismus, gehört der Vergangenheit vielleicht sogar an? Du schaust mich aus an, aber ich kenne mich da nicht so aus. Ja, aber ich kann sie auch wer möchte denn? Ja, Herr Professor, das denke ich mir doch, dass Sie da eine Meinung dazu haben. Also diese Pauschalreise ist schon 10-mal tot gesagt worden und hat 10-mal überlebt. Und sie wird jetzt immer geben. Ja, die wird es immer geben. Wird jetzt auch diese Corona-Krise überleben. Im Gegenteil, sicher. Wird also zeitnah sogar davon profitieren. Einfach, weil das Thema Sicherheit bei der Destinationswahl und bei der Art des Reisens eine zunehmend wichtige Rolle spielt. Ja, und wir haben all das gelesen, welche Schwierigkeiten es bei Stornierungen gab, die nicht bei Pauschalreisen aufgetreten sind. Und insofern wird die Pauschalreise zunächst mal davon profitieren. Wir dürfen nicht vergessen, also auf Deutschland bezogen, sind es über 40% der Bevölkerung, die pauschal unterwegs sind. Ja? Und das wird zunächst mal zunehmen. Ob das dann auf dem hohen Niveau verbleibt, das ist jetzt wirklich Glaskugel. Aber ein anderes Thema, was ich gerne ansprechen würde, wo ich mir sicher bin, dass es Post-Corona kommt, das ist die nächste Krise, das ist der Klimawandel. Und wir dürfen nicht vergessen, wir hatten sowas wie Fridays for Future, da spricht heute keiner im Augenblick drüber, weil alles Corona dominiert ist. Die junge Generation hat das durchaus wahrgenommen. Wir gehen viel in Schulen rein, Flugscham, Stay on the Ground oder wie man immer diese Aktionen nennen will. Das wird wiederkommen und dieses Bewusstsein, dass wir bewusster reisen müssen, dass das Thema Nachhaltigkeit eine größere Rolle spielen muss. Das ist eine der ganz großen Herausforderungen, wenn ich jetzt an die nächsten 10, 20 Jahre denke. Jetzt schaue ich trotzdem. Ist es, ja, geht da die Reise hin? Ich würde die Kombination aus dem Gesagten eigentlich zusammenfassen. Für mich, also der Wert an sich, also das Denken, glaube ich schon, dass sich das bei vielen Menschen zumindest im jetzigen Zeitpunkt geändert hat. Der Wert von Menschlichkeit, von Zusammenkunft, von Lebensmitteln, eben auch von Urlaub und Dienstleistung, das hat einen anderen Stellenwert bekommen. Man ist dankbarer, meines Erachtens, und auch der Wert von Freiheit, Reisen zu tun, was man will. Das zusammengefasst wird Reisen und Urlaub, glaube ich, wieder einen wesentlich positiveren Beigeschmack geben und eben das Günstige, auch Pauschale eher in den Hintergrund. Da ist man beim Familienbetrieb, glaube ich, besser aufgehoben, für das muss ich sprechen, wo man die Anzahlung auf jeden Fall zurückkriegt, wenn man in die Augen schauen möchte. Und bei den Pauschalreisen sind doch oder Flüge viele, die noch auf ihr Geld warten. Also, aber diese neue Wahrnehmung der Werthaltigkeit eines Urlaubes, ihr seid 5 Sterne, Entschuldigung, ihr habt auch euren Preis, spült das euch auch wieder neue Klientel? Spürt ihr, dass da andere Menschen Urlaub bei euch machen? Die 5 Sterne, das ist die Servicehülle. Wert ist es den Urlaub, wenn man das, was versprochen wird, egal in welcher Zimmerkategorie oder welches Erlebnis, auch gehalten wird oder im Idealfall ein bisschen übertreffen, also ehrliche Versprechen abzugeben und eben dann ist der Preis das wert und gerechtfertigt und das nur mit einem positiven
Ja, wenn man ein bisschen mehr noch dazu gibt, eben die Empathie, die Menschlichkeit, die Persönlichkeit, dann muss das Produkt funktionieren, meines Erachtens. Wo geht die Reise hin? 14 Tage Urlaub in Innsbruck. Ne, nicht ganz werden wir es schaffen. Aber, aber wo geht die Reise hin? Ja, mit dieser Kombination. Es ist so viel gesagt, was ich da unterstreichen kann. Ich glaube, bei dem Nachhaltigen kann man auch noch das ein bisschen größer sehen. Also, ich meine, nachhaltig denkt man meistens ans Ökologische, wie man anreist und so weiter. Aber auch genau da, wenn ich länger bleibe, haben die Leute jetzt ja realisiert, sie überlegen sich länger, wovor hin. Es kriegt andere Wertigkeit. Und wenn ich länger bleibe, ist mein Fußabdruck geringer. Und ich glaube, was auch wichtiger wird, ist dieses Nachhaltige danach. Also, dieses Nachwirken des Urlaubes, weil früher. Vor Corona ist ja fast jeder einmal im Monat irgendwo hingefahren, wenn es vielleicht zwei Tage in einem Wellnesshotel war. Und jetzt auch wirklich, und dann hat man gemerkt, ich habe gar keinen großen Effekt. Am Montag gehe wieder arbeiten und das war wieder alles weg. Ich glaube schon, dass die Menschen das Reisen, das ursprüngliche Reisen, was es eigentlich war, dass ich heimkomme und entweder bin ich belebt, weil ich vorher gelangweilt war, oder ich bin erholt, weil ich vorher gestresst war, aber dass das danach noch länger nachwirkt. Und ich glaube, das wäre schon wichtig. Und wie gesagt, das ist etwas, wo wir alle da, glaube ich, drauf setzen, wir eben auch als Stadt, weil wir alles bieten, aber zurück eben auch wieder zum Thema Pauschalreisen, wo geht's hin? Wir brauchen dich auch, also wir, viele Hoteliers auch in Innsbruck sagen, die Ersten, was auch von Übersee wieder kommen, werden die Chinesen sein. Also die wissen wir ja auch, dass da auch wieder ein Trend ist, sobald es geht, werden die auch wieder kommen und dass die wieder nach Europa fliegen wollen, so wie sie natürlich hoffen, dass die Deutschen nach Tasmanien fahren, so hoffen wir, dass natürlich die Asiaten und die Amerikaner auch wieder zu uns kommen. Die Asiaten in Ischgl, also da kenne ich andere Nationen, die den Weg zu euch finden, oder? Asiaten? Ja, es ist ein schöner... Wir sind jetzt da nach Ischgl. Der Einstieg ist das. Nein, Asien ist natürlich urban, natürlich als Stadt hat die Kai natürlich da einen großen Vorteil. Es ist für uns nicht wirklich jetzt ein Zukunftsmarkt. Ja. Wohin geht die Reise jetzt nicht als Ischgl, als Skiort, sondern mich würde es jetzt eher, ich sage jetzt mal, ihr habt ja Erlebnisurlaub bei euch, wenn man es mal so umschreiben soll. Wohin geht da in dem Bereich die Reise? Also zuerst, ich bin ein Berufsoptimist. Ja. Das Zweite ist, es die zweitschönste Nebenbeschäftigung auf dieser Welt, die erste wissen wir alle, ist das Reisen. Ja. Also Leidenschaft, Emotionen, Sinne, alles. Also ich behaupte post-Covid, dass eine enorme Nachfrage in allen Bereichen, wirklich in allen Bereichen, sogar auch die Stinkkreuzfahrtschiffe, vielleicht was nicht, das wären die Billigflugtickets, das wird sich etwas aufhören, aber das ist aber nicht wegen Nachhaltigkeit, sondern weil es wirtschaftlich für die Carriers nicht interessant ist. Es wird Pauschalreisen nach Mittelmeerdestinationen geben, es wird auch Fernreisen geben wieder. Das Reisen, es hat uns unsere Branche hat es wirklich am ärgsten getroffen, aber wir werden die Ersten sein, die was wirklich wie der Phönix aus der Asche treten. Das wird so eine derartige Nachfrage sein. Es wird so viele Bedürfnisse geben, die wir abzudecken haben. Ja? Also extrem viele. Und deswegen sehe ich eigentlich sehr optimistisch in die Zukunft. Und ich glaube auch, was uns natürlich betrifft, jetzt Ischgl, wir denken natürlich bestimmte Bedürfnisse perfekt ab und deswegen auch bin ich da sehr zukunftsorientiert eingestellt. Der leidenschaftliche Optimist, ich unterstreiche es, aber so was von und ich finde sowas schön. Ich finde, das brauchen wir auch in dieser Zeit, Menschen, die optimistisch nach vorne denken, die, wir haben nicht die schönste Zeit, aber wir Optimismus, den lassen wir uns nicht nehmen. So, Herr Schmude, jetzt müssen Sie da einen draufsetzen. Das wird jetzt schwierig als Abschlusswort dieser heutigen Runde. Wohin geht die Reise Ihrer Meinung nach? Ja, die Reise geht auf jeden Fall weiter. Also da bin ich auch genauso optimistisch, wie das jetzt aus den verschiedenen Statements gekommen ist. Das Reisen hat sich zu einem Grundbedürfnis entwickelt. Früher war das Auto des Deutschen liebstes Kind. Wenn man sich die Verschiebung der Ausgabenbereiche ansieht, dann können wir heute sagen, die Reise ist viel wichtiger geworden als das Auto. Wir sehen das bei den jüngeren Alterskohorten, die oft gar kein Automobil sich mehr anschaffen, weil sie das Geld lieber ins Reisen investieren. Wir werden nicht den Touristen auch in Zukunft haben,
Von daher wird jede Destination, jedes touristische Produkt wird seine Zielgruppe finden. Da bin ich auch von überzeugt. Aber wir werden Verschiebungen haben. Ich bin ja eigentlich felsenfest davon überzeugt, dass regionale Märkte an Bedeutung gewinnen werden über die nächsten, ich sage jetzt mal 5 Jahre, ist immer schwierig zu prognostizieren, gerade im Tourismus, was darüber hinaus in ist. Also die Regionalität wird auf jeden Fall an Bedeutung gewinnen. Wir werden zwischen den Marktsegmenten Verschiebungen haben. Den Kreuzfahrttourismus sehe ich nicht ganz so optimistisch. Da wird der Trend zu den kleineren Schiffen wahrscheinlich hingehen. Auch bei den Städten bin ich noch nicht so ganz optimistisch, weil ein Teil des Geschäftsreisetourismus wird dauerhaft wegbrechen, weil das digital ersetzt werden wird. Bis der internationale Tourismus hochkommt, die UNWTO hatte ja prognostiziert, bis 2030 nochmal einen Zuwachs der internationalen Ankünfte gemessen an 2017 um 50%. Da wird man Abstriche sicherlich machen müssen, was zugunsten des Aspekts Nachhaltigkeit und Klimawandel gebucht werden kann. Und ich bin, wie gesagt, überzeugt, dass dieses Thema Klimawandel uns auch im Zusammenhang mit den Reisen beschäftigen wird, ohne dass dadurch das Reisen verschwinden wird. Das waren sehr, sehr viele Thesen. Ja? Darf ich noch was ganz kurz ergänzen? Also das ist jetzt nur meine persönliche Meinung. Wenn ich jetzt sage, was wird sich in unserer Branche möglicherweise nach der Post-Covid sich verändern? Also ich sehe das, was die Nachhaltigkeit betrifft, bei 2 Sachen. Das eine ist, der Gast will nicht mehr als Gast wahrgenommen werden. Er will als einheimischer Gast wahrgenommen werden. Davon bin ich fest überzeugt. Er will nicht mehr auch Fremdenverkehr oder Tourist, wie wir es eh schon zuerst gesagt haben. Das wird alles passé sein. Das wird fast ein Schimpfwort oder eine Beleidigung sein. Er will mit den Einheimischen harmonisch in einem zusammen sein. Deswegen auch, was die Stammgäste betrifft, wird das auch ein ganz wichtiger Punkt sein. Das zweite ist das Employer Branding. Also wie sind die Arbeitgeber zu den Arbeitnehmern? Wie verhalten sie sich? Wie behandeln sie ihre Arbeitnehmer, ihr Team, ihre Mitarbeiter? Und das wird sehr viel reflektieren auch auf den Gast. Das ist meine Nachhaltigkeitsmeinung. Das nehmen wir mit auf den 2. HPR-Reisegipfel, wenn wir uns dann vielleicht demnächst wiedersehen mit allen glücklichen Gesichtern, weil wir alle unserem Job dann wieder ungestört nachgehen können, relativ ungestört unter den dementsprechenden Rahmenbedingungen und dann wieder viele, viele wie einheimische Gäste. War das richtig? Ja, das habe ich. Einheimische Gäste, das nehme ich mit. Ich finde das cool. Ich finde das einheimische absolut Gäste, ja. Ja, das nehmen wir mit. Und das ich sage... patentieren lassen. Ja. Weil die Schweizer, die nehmen immer sehr viel. Aber sie fürchten sich, wenn wir wieder aufsperren, Tiroler, dann ist es vorbei mit euch. Also bevor ich jetzt hier die Konkurrenzdenke reinbekomme, lassen wir es lieber beim einheimischen Gast, den wir mitnehmen. Dankeschön für diese echt spannende Runde. Ich hoffe, Ihnen hat es genauso viel Spaß gemacht wie mir und allen Journalisten, die natürlich jetzt noch viele, viele Fragen gestellt haben, die wir jetzt vielleicht noch nicht beantwortet haben. Sei gesagt, unsere Experten stehen natürlich nach dieser Veranstaltung gerne nochmal für Fragen und die Antworten dazu zur Verfügung und Sie werden Ihre Antworten dann auf dem elektronischen Postfachweg bekommen. Also das wollen wir hier auf jeden Fall noch mitgeben. Und dann sage ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Bleiben Sie positiv. Dankeschön.